odpowiedzieć na úvod? Gut. Dann fangen wir an. Gehen mal in den Vortrag. Zunächst mal möchte ich alle, die heute hierher gefunden haben, ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten großen Online-Vortrag. Und ich hoffe, dass gerade auch in der gedolmetschten deutsch-tschechischen Version alles klappt. Jetzt kurz, bevor noch hier Folien anfangen, mal die Augen schließen, sich in die Oberpfalz versetzen. Wir sind nämlich eigentlich im Geschichtspark Bernau-Tachow, wo wir den Geschichtspark, ein mittelalterliches Freilichtmuseum, gebaut haben. Und Sie sehen auf dem Bildschirm diesen grünen Punkt mit 30 Zehen. Letztes Jahr hatten wir nämlich 10-jähriges Jubiläum und gleichzeitig 30-jährige Jubiläum der Grenzöffnung. Für dieses Jubiläumsjahr haben wir uns ganz vieles überlegt, wollten ganz viele Veranstaltungen machen, die sind alle leider Corona-bedingt ausgefallen. Darum haben wir das einfach jetzt ins neue Jahr gezogen und digitalisiert sozusagen. Das heißt, Sie hören mich von zu Hause aus. Wahrscheinlich hätten sonst auch nicht so viele Teilnehmer zu diesem Vortrag gefunden in die wunderschöne Oberpfalz. Aber schauen wir mal, was draus wird, wie das klappt. Ich bin aufgeregt und ich hoffe, Sie auch. Und wir haben einen schönen Abend zusammen und vielleicht gehen wir alle schlauer raus, als wir reingegangen sind. Es wird, wie gesagt, parallel gedolmetscht. Ich begrüße auch alle tschechischen Teilnehmer, alle Studenten, alle Dozenten, alle, die mit uns dieses Projekt schon gemeinsam erlebt haben oder die auch uns unterstützen oder einfach nur Interesse auch am Thema haben. Bewegte Zeiten, Reisen im Mittelalter, unterwegs auf der Goldenen Straße. Das umreißt eigentlich einen sehr, sehr großen Bereich. Darüber wurden ganze große Ausstellungen gemacht. Dieser Vortrag möchte allgemeinverständlich diesen ganzen Bereich mal abdecken und Ihnen vielleicht spannende und interessante Details zu diesem Thema nahebringen. Vielleicht ist ja auch der Vortrag so gut besucht, weil wir gerade nicht so reisen können und weil das Thema Reisen uns doch allen am Herzen liegt. Man muss allerdings fragen, Mittelalter, finsteres Mittelalter, ist man gereist? Wer ist gereist? Warum ist er gereist? Und wie ist man gereist? Das sind alles so Punkte, die mal ganz grundsätzlich hier in diesem Vortrag geklärt werden sollen. Ehe ich es vergesse, möchte ich die Grundschule auf dem Alten Kamp in Bochum grüßen mit ihrer Lehrerin Frau Klein. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Besuch vor Ort. Aber jetzt, ich war ja eigentlich schon im Thema, Reisen. Reisen ist heute, das hat man gemerkt in der Corona-Diskussion, durch die Bank eigentlich positiv besetzt. Man reist gerne, man reist zum Spaß, man reist, weil es einem dabei gut geht. War das immer so? Ich glaube nicht. Reisen heute, selbst Dienstreisen, sind bequem, sind größtenteils freiwillig und sind ein Mehrwert für uns. Aber wir brauchen gar nicht so lange zurückschauen. Wenn wir mal in das große Wörterbuch in den Brockhaus schauen unter dem Stichwort Reisen, dann finden wir da noch am Anfang des 20. Jahrhunderts den Dreiklang anstrengend, teuer, gefährlich. Das war Reisen noch im 19. Im Mittelalter ist das natürlich noch ein bisschen heftiger. Punkt 1 natürlich, man bewegt sich durch dünn besiedelte Gebiete. Unser Bild ist ja, man bewegt sich durch tiefen, dunklen Wald. Und im Wald ist der Mensch nicht die Spitze der Nahrungskette. Wenn man im Wald reist, in einen wilden Wald, dann ist man da mitunter nicht davor gefeit, Wesen zu treffen, die es nicht nur gut mit einem meinen.
Die Römer hatten in ihren Urkunden, in ihren Schriftstücken belegbar geradezu panische Angst vor den germanischen Wäldern, die ihnen tief und dunkel waren. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das war auch Propaganda. Die Wälder waren nicht so dunkel, waren nicht so tief in dieser Zeit und die Wälder waren vor allen Dingen nicht so leer. Im Wald gibt es Holz, den wichtigsten Rohstoff des Mittelalters. Im Wald gibt es Erz. Im Wald gibt es wilde Bienen, die Honig produzieren. Im Wald kann man Tiere weiden lassen. Im Wald trifft man auf Sammler, man trifft auf Köhler, die Holzkohle herstellen, man trifft auf Pechsieder, man trifft auf Reisende. So gesehen war im Wald eigentlich mehr los als heute, wo er in erster Linie Holzfabrik ist oder Freizeitlandschaft. Trotzdem war man natürlich der Natur ein wenig stärker ausgeliefert damals als heute. Wenn man aus seinem sozialen Umfeld gerissen wird durch eine Reise, wenn man in die Fremde muss, da kannte noch das Mittelhochdeutsche für das Wort Fremde die Übersetzung Elend. Man reiste ins Elend, wenn man ins Fremde unterwegs war. Denn man schließt sich ja zusammen, um das Vertraute zu haben, um seine Gruppe um sich zu haben. Und wenn man diese Gruppe verlässt, dann war das durchaus eine knifflige Angelegenheit. Warum glauben wir aber, muss man fragen, warum glauben wir, dass das Mittelalter so statisch war? Unser Bild vom Mittelalter ist ja ein altertümliches, statisches, behäbiges Land. 98% sind Bauern, die 99% ihrer Zeit zum Lebenserwerb verbrauchten. Das ist natürlich ein Bild, was sehr stark geprägt ist von dem manchmal sehr elenden Bauerntum in der frühen Neuzeit. Im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im Mittelalter war es ein bisschen anders. Die Städte waren deutlich kleiner. Man lebte in kleinen Sippengemeinschaften auf Lichtungen, die zunehmend größer wurden. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich eine Europakarte anschaut, muss man sagen, ab dem späten 12., ab dem 13. Jahrhundert war sehr viel weniger Waldfläche da als heute. Wir hatten lange, lange Jahrhunderte nicht so viel Wald in Deutschland oder in Mitteleuropa, wie wir das heute haben. Und in den günstigen Siedlungsräumen, auf den guten Böden, in den positiven Siedlungsfaktoren mit Flüssen, mit Feldern, mit gutem Wetter, da waren ziemlich viele kleine Siedlungen ziemlich dicht beieinander, in 15 Kilometer Abständen. Und diese positiven Siedlungsgegenden, die waren relativ dicht besiedelt. Dazwischen gab es Pfade und Wege und abseits von diesen Siedlungen gab es die Fernwege. Und das wollen wir uns alles in diesem Referat mal näher anschauen. Dazu kurz ein Blick auf diese mittelalterliche Welt. Natürlich waren die mittelalterlichen Menschen in erster Linie Selbstversorger, die keine wesentlichen Überschüsse hergestellt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man hat das produziert, was man selber verbraucht hat. Erst im Laufe des Mittelalters, im hohen Mittelalter, im 12., im 13. Jahrhundert, kam es durch die Spezialisierung der Handwerke dazu, dass Handwerker Überschuss erwirtschaftet haben, mit dem sie Handel treiben konnten. Kam es durch die Verbesserung der Landwirtschaft, durch Dreifelderwirtschaft, durch Pflugscharen, die die Erde wirklich umwenden und nicht nur aufreißen, zu höheren Erträgen in der Landwirtschaft. Es kam zu einem stärkeren Austausch und zu einem vermehrten Handel. Aber wenn ich immer von Mittelalter rede, da muss man auch mal ganz klar sagen, das, was wir Mittelalter bezeichnen, diese Periode ist eigentlich in unserer Definition bestimmt durch Reisen. Reisen in Häkchen. Wenn wir sagen, die grobe Schublade 500 bis 1500, das Mittelalter beginnt mit dem Untergang des Weströmischen Reiches, mit der Völkerwanderung, eine ganz spezielle Form von Reisen, und es endet im 15. Jahrhundert im Zeitalter der Entdeckung mit zum Beispiel der Entdeckung Amerikas 1492 im 15. Also zwei sehr spezielle Formen von Reisen grenzen unser Bild vom Mittelalter ein. Da wird schon deutlich, Reisen gehört einfach zum Mittelalter dazu. Aber von diesen Ausnahmeereignissen
Kommen wir erstmal zur Alltagswelt des mittelalterlichen Reisenden. Wer sich aufmacht zu reisen heute, der ergänzt erstmal seine Garderobe. Der geht in den Outdoor-Shop, kauft sich eine wetterfeste Jacke und ein paar Reisewanderstiefel. Das war im Mittelalter natürlich nicht so. Im Mittelalter, um mal ein Bild vor Augen zu haben, reiste man eigentlich in der Kleidung, die man sowieso hatte. Das heißt, mein normales Gewand, ein wollenes, stabiles Oberbekleidungsstück und darunter eine ein leinenes Unterhemd, eine Unterhose und eine stabile Hose oder aber im hohen Mittelalter dann einzelne Beinlinge, die festgebunden wurden. Das war die Alltagskleidung. Man muss aber ganz klar sagen, diese Kleidung genügte höchsten Qualitätsansprüchen. Wolle und Leinen ist eigentlich, wenn man es richtig verarbeitet, eine sehr stabile Funktionskleidung. Die Wolle mit ihrem natürlichen Fettgehalt, die ist sogar wasserfest, die ist windabweisend. Es hat erhebliche Vorzüge gehabt, diese Kleidung. Und sie war natürlich im Mittelalter nicht wie heute ein Kostüm, sondern es war im Mittelalter die Alltagskleidung, die alles ausgehalten hat. Man hatte auch nicht so viele Ressourcen, um sich beliebig viele Kleidungsstücke hinzulegen und für Reisen was Besonderes zu wählen. Man reiste ganz normal, aber wie wir auf dem Bild unten sehen, man achtete wenigstens darauf, dass die Schuhe über den Knöchel reichten. Schuhe im Mittelalter waren ohnehin oft der Schwachpunkt, weil Sohlenleder und Oberleder von gleicher Stärke waren. Das heißt, die Schuhe waren eine recht dünne Angelegenheit. Aber wenn man sie fest an den Fuß schnallte, bis über den Knöchel, dann konnte man darin schon recht gut laufen. Dazu kam, dass persönliche Dokumente und die ganz eigenen Hab und Güter, die man so hatte, die man immer dabei hatte, in einer Gürteltasche oder in einer Umhängetasche getragen wurden. Man sieht das auf diesem Bild hier auch ganz gut. Alles, was darüber hinausging, zum Beispiel ein wärmender oder schützender Mantel, den hat man entweder angehabt oder man trug ihn in einem Beutel, in einem Rucksack oder in einem Tragegestell auf dem Rücken, genauso wie Proviant und sonstiges Gepäck. Dieser Mantel war natürlich aus Wolle, recht dick, war ein Kälteschutz, war ein Regenschutz und in einfacheren Quartieren auch die Decke für die Nacht. Und gerne trug man auf Reisen natürlich einen Hut mit einer Krempe, die spendete Schatten und Schutz vor Regen. Damit war die Reisekleidung eigentlich komplett. Wir haben tatsächlich aus der frühen Neuzeit, aus dem 16. Jahrhundert, sehr gut erhaltene Pilgerkleidung, die genau diese Bestandteile aufweist, die ich gerade genannt habe. Dazu oft noch ein stabiler Stock mit einer Eisenspitze. Das ist natürlich einmal eine Gehhilfe, wenn man zum Beispiel Flüsse überqueren muss oder schwierige Strecken hat. Aber es ist natürlich auch eine behelfsmäßige Waffe, wenn man von Tieren oder Menschen angegriffen wird. So ausgerüstet machte man sich auf den Weg. Aber wer machte sich auf den Weg? Da waren zum einen Händler, zum Teil die Händler, die mit speziellen Waren Handel trieben, zum Teil aber auch, wir würden heute sagen, Direktvermarkter, also die Bauern, die ihre Überschüsse selber zum Markt getragen haben. Da waren Handwerker, die ihrem Geschäft hinterherreisten, weil ein spezialisierter Handwerker natürlich an seinem Wohnort nicht immer genug Kunden hatte, ist er auch zu Kunden gereist. Sehr spezielle Handwerker wie Goldschmiede zum Beispiel wurden auch an Höfe geholt, um dort Luxusprodukte herzustellen. Oder auch Baumeister reisten zu den Baustellen, die sie betreut haben. Es waren unterwegs Boten und Kuriere. In einer Zeit ohne Telefon und Telegramm ist das deutlich. Warum? Weil Kontakt gehalten werden musste, zumindest zwischen den Herrschenden. Diese Boten und Kuriere waren so wichtig, dass einige von ihnen es bis in Adelskreise schafften. Ich sage nur, die Turn- und Taxis in Regensburg sind tatsächlich aus Kurierdiensten verdienstvoll hervorgegangen, dass sie dafür geadelt wurden. Es waren unterwegs natürlich die Könige, denn die mussten sich in ihrem Reich überall sehen lassen, mit ihren Soldaten oder mit kleineren Truppen, die irgendwo den Königswillen durchsetzen mussten. Und es war natürlich unterwegs der Pilger, der zu einer ganz bestimmten Stätte reisen wollte, weil dort ein Heiliger verehrt wurde, eine heilige Quelle auftrat oder man sich besonderes Glück durch diese Reise versprach. Dazu kamen dann noch
eine ganze Menge Gesindel, die unterwegs waren, weil sie an ihrem Wohnort nicht bleiben konnten, weil sie irgendwo ins Unrecht gefallen waren und sich lieber entfernt haben und ihr Glück auf der Straße gesucht haben, weil natürlich auf der Straße mit den vielen Reisenden auch eine gewisse Möglichkeit, sein Einkommen zu machen, gegeben war. Wenn man sich das jetzt mal alles so vor Augen führt, wer da alles unterwegs war, das war schon recht voll auf diesen Straßen. Gehen wir mal zu den ersten, die ich genannt habe. Die Regel war eine dörfliche Produktionswelt. Hier wurden Lebensmittel hergestellt, hier wurden einfache Gebrauchsgüter hergestellt für den Eigengebrauch und der Überschuss wurde vermarktet. Gerade im spezialisierten Handwerk konnte es passieren, dass man etwas so gut konnte, dass man damit auch anderenorts ein gutes Geschäft machen konnte. Und diese Vermarktung passierte überwiegend zu Fuß, auf einfachen Karren, also zweirädrigen Karren oder aber auch auf Rückentragen wurden die Güter von Ort zu Ort oder zu Marktplätzen transportiert und dort feilgeboten, also verkauft. Es gab frühe Rucksäcke. So richtig kam der Rucksack erst im späten Mittelalter auf, so wie wir ihn heute kennen. In der Regel waren es Umhängebeutel oder Tragekraxen, also Rückentragen. Man muss aber sagen, in diesen Rückentragen konnte ein wandernder Händler bis zu 80 Kilogramm Waren transportieren. Das ist ziemlich gewaltig. Also mit diesen 80 Kilogramm auf dem Rücken konnte man tatsächlich Tagesleistungen von 25 Kilometern schaffen. Jetzt sind wir also schon in der, wie soll man sagen, in der direkten Reisetätigkeit. Also ein Fußgänger, 80 Kilo Waren, 25 Kilometer. Wir wissen, antike römische Soldaten, die teilweise auch 50, 60 Kilo trugen, konnten auch 40 Kilometer Tagesleistung und durchaus mehr machen. Aber das sind natürlich Extremfälle. In der Regel 25 Kilometer, wobei man sagen muss, die tatsächliche Leistung über eine komplette Route waren nicht 25 Kilometer täglich. Denn ich muss natürlich auch mal einen Ruhetag einlegen. Ich kann nicht jeden Tag Höchstleistung laufen. Es gab mal Verzögerungen, weil man auf jemanden gewartet hat oder so. Man geht eher von 15 bis 20 Kilometer Tagesleistung zu Fuß aus. Ein Handelszug, das heißt eine Karawane, die sich zusammenstellte, die hatte durchaus Tagesleistung von 30 bis 45 Kilometer, also schon deutlich mehr. Die waren besser organisiert, die gingen auf besseren Wegen meistens und die hatten Tragehilfen in Form von Saumtieren, also von Tieren, die mit Waren beladen wurden. Ein Reiter selbst hatte eine Tagesleistung von 50 bis 60 Kilometer. Das ist ganz ordentlich. Ein berittener Bote, der also wirklich Tempo machen konnte, der kam schon auf 80 bis 100 Kilometer Tagesleistung. Dafür, ganz ehrlich, braucht es aber eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, ich muss mal mein Pferd wechseln. Ich kann nicht jeden Tag voll durchreiten. Ich muss mal zwischendurch was trinken. Es gab Poststellen, wo diese Kuriersachen dann verteilt wurden. Also mit der nötigen Infrastruktur schafft man 80 bis 100 Kilometer. Der Gewinner dieses Rankings waren eigentlich Flussschiffe, denn Flussschiffe konnten durchaus 100 bis 150 Kilometer am Tag zurücklegen und das noch außerordentlich bequem. Also das ist durchaus schon eine ordentliche Strecke. Nichts im Vergleich dazu, was wir heute zurücklegen. Das muss man sich dabei immer mal klar machen, wenn wir über Reisen reden und dann diese Zahlen hören. Fußgänger 15 Kilometer, Reiter 50 Kilometer, Flussschiff 100 Kilometer. Heute besuche ich meine Eltern und fahre 400 Kilometer und wenn es sein muss, fahre ich sogar wieder zurück. Also das ist schon irre, was sich da getan hat. Auf dem Bild hier sehen wir eine Karawane mit Eseln. Eseln konnten natürlich auch geritten werden. Warum sollte man einen Esel reiten? Natürlich zum einen, der Esel war günstiger als ein Pferd. Er war genügsamer als ein Pferd, konnte auch mal von Stroh und Disteln leben. Und er war sehr trittsicher im Gebirge. Und es kommt natürlich ein gewisses Image dazu. Wer ist denn geritten? Oftmal Geistliche, die natürlich nach dem Vorbild Christi auf einem Esel geritten sind, um nicht
als hochmütig zu gelten. Als Lasttier ist so ein Esel natürlich eine super Sache, denn er trägt dauerhaft bis 150 Kilo Tag für Tag durch die Gegend. Diese Fotos, die Sie da sehen, die sind von einer Eselwanderung, die wir auf der Goldenen Straße gemacht haben. Da kann ich Ihnen sagen, Esel sind nicht immer einfach. Wenn die nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht. Und der Esel als Wüstenbewohner hat eine tiefe Abneigung dagegen, Wasser zu überqueren. Darum das Wort Eselsbrücke, das ist eine Brücke ohne Sicht aufs Wasser. Das ist sozusagen ein Umweg, den man in Kauf nimmt, um ein Ziel zu erreichen. Daher der heutige Begriff der Eselsbrücke. Im Deutschen. Ich freue mich jetzt nicht für meinen Übersetzer, der das ins Tschechische übersetzen muss. Was wir hier schon sehen, ist, dass diese Reittiere nicht geritten wurden, sondern geführt. Es waren sogenannte Saumtiere. Man hat auf Gestellen, auf ihnen die Dinge festgerödelt. Das führte aber dazu, dass man natürlich abends, wenn man sein Tagesziel erreicht hatte, die ganzen Waren runtergenommen wurde, weil das Tier ja versorgt werden musste. Am nächsten Morgen, bevor man losreisen konnte, wurde alles wieder aufgerödelt und festgebunden. Das war also eine ganz ordentliche Anstrengung, die man immer machen musste, um Saumtiere auf- und abzuladen. Es gab nicht nur Esel für diese Art der Warenbeförderung. Man hatte auch Maultiere oder Maulesel, das heißt Mischlinge aus Pferd und Esel. Es wurden Schafe und Ziegen sogar mit solchen Tragehilfen versehen. Es gibt Abbildungen von Hunden, die Waren tragen mussten. Und natürlich ein Pferd als Saumtier ist ungeschlagen. Es kann nämlich bis zu 170 Kilo dauerhaft tragen. Selbst bei den Wagenkolonnen wurden sehr empfindliche Waren oft auf Packpferde geladen und nicht dem Wagen anvertraut, weil das doch eine ziemlich holprige Angelegenheit war. Oft waren diese Dinge dann auch in Fässern am Pferd befestigt. Fässer waren also nicht nur für flüssige Güter, sondern auch für empfindliche Glas zum Beispiel, für empfindliche Güter, die dann am Pferd selbst transportiert wurden. Das Gute ist, dass sowohl Fußgänger als auch Esel als auch Ochsengespanne ungefähr gleich schnell sind. Das heißt, aus diesen drei Teilnehmern konnte man gemischte Handelszüge, solche Handelskarawanen zusammenstellen und mit ihnen dann auf den Handelswegen unterwegs sein. Wer es sich leisten konnte, der ist natürlich geritten. Reiten ist eigentlich die vornehmste Form des Reisens. Es war ein Statussymbol, so ein Pferd war ein Luxus. Es ist stark, es ist schnell, aber es ist natürlich auch ein bisschen empfindlich. Wenn ich mit einem Pferd reise, muss ich für gutes Futter sorgen. Bei extremen Belastungen reicht auch nicht Heu, da muss dann nochmal Hafer her und ich brauche Frischwasser. Ochsen sind da sehr viel genügsamer. Es ist also aufwendiger, mit einem Pferd zu reisen. Die Pferde, die wir auf Reisen treffen, die benutzt wurden, die waren vom 5. bis zum 11. Jahrhundert sehr ähnlich. Das waren fast eher Ponys, recht klein, robust, bisschen zottig vielleicht, 130 Zentimeter Schulterhöhe, manchmal 140, dann war es schon groß. Das blieb so bis zum 11. Jahrhundert. Dann begann sehr stark die Züchtung und man schuf sich Pferderassen für spezielle Zwecke. Unser Name Pferd übrigens kommt aus dem Lateinischen, von dem Paraferretus. Hört man schon, klingt ganz ähnlich. Paraferretus, wenn man es schnell spricht, klingt eigentlich wie Pferd. Das ist das römische Postpferd gewesen. Und diese gezüchteten Pferde, genügsam, stark, das waren natürlich auch Rüstungsgüter, denn nur ein starkes Pferd ist in der Lage, einen gerüsteten Krieger über weite Strecken zu transportieren. Sättel sind sehr alt schon bei uns. Wir haben sehr schöne überlieferte Exemplare aus dem 10. und 11. Jahrhundert mit einem hölzernen Untergestell und ledernem Überbau mit Kissen belegt. Wir haben dann im hohen Mittelalter auch Damensättel. Diesen Damensitz kann man eigentlich bequem fast nur reiten, wenn das Pferd töltet, also diese sehr gleichmäßige Gangart hat. Und von dem Gang tölt kommt der mittelalterliche Begriff des Zelters oder vielmehr umgekehrt. Die Zelter waren Pferde, die diese Gangart beherrschten, mit der man sehr bequem weite Strecken zurücklegen konnte. Diese Pferde waren sehr, sehr teuer, waren also ein echtes Luxusgut.
Der Steigbügel übrigens, der kam erst im 11. Jahrhundert auf. Die Römer, die ja schon gerüstet zu Pferde saßen, die hatten lediglich eine Lederschlaufe als Aufsteighilfe. Aber funktionierende Steigbügel sind eigentlich für das, was wir als Ritter bezeichnen, total wichtig. Mit so einem Pferd, wie gesagt, legt man 50, 60 Kilometer pro Tag zurück. Man kann auch mal auf 100 Kilometer kommen. Und darum begann es schon früh, dass bei Pferdereisen reine Reitergruppen gebildet wurden, weil da kann man nicht mehr zusammen mit Wägen oder Fußgängern mischen. Dafür ist das Tempo viel zu unterschiedlich. Die einfachste Form des Reisens, wo wir jetzt vom Luxus wegkommen, war das Reisen mit Schubkarren. Diese einrädrigen Schiebewägen, also Karren, transportierten 60 bis 80 Kilogramm. Und damit kam man 20 Kilometer am Tag. Ist natürlich ein Balanceakt, wenn man sich das vorstellt. Das ist sicherlich kein Spaß, größere Mengen Waren damit über einen längeren Bereich zu transportieren. Solche Handkarren hatten in der Regel nur eine Achse. Mit zwei Achsen würden sie dann Wagen genannt. Das Ganze wurde geschoben oder gezogen. Das ist so ein größerer Karren, den man sowohl bespannen kann oder aber auch selber ziehen. Und sowohl Karren als auch Wägen, das hatte ich gerade gesagt, wurden entweder geschoben oder im Geschirr durchaus auch von Menschen gezogen. Hier eine Abbildung aus dem 12. Jahrhundert. Es stellt etwas dar im 11. Jahrhundert, aber die Abbildung ist erst aus dem 12. vom Teppich von Bayeux. Hier sieht man auch, was ich schon erwähnt habe, dass da Waren in Fässern transportiert werden und das mussten keine Flüssigkeiten sein. Übrigens Sänften, auch Pferdesänften, was man so aus Mittelalterfilmen und Robin Hood-Filmen kennt, die waren tatsächlich nur für Kurz- oder Mittelstrecken oder für innerstädtische Strecken gebräuchlich. Auf Handelswegen, auf Fernwegen hat man keine Pferdesänften gefunden. Zur Reisezeit vielleicht kurz, wo wir es gerade einschieben können. Man reiste am liebsten im Frühjahr. Im Frühjahr gab es wenig Unterholz, der Wald war licht und hell. Im Sommer natürlich, wegen der langen Tage und dem guten Wetter. Man hat ordentlich Strecke machen können, denn man reiste von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Furten führten wenig Wasser, die Gebirge keinen Schnee, die Täler waren passierbar, also Frühjahr und Sommer war die liebste Reisezeit. Im Winter reiste man eigentlich nur auf Befehl. Sei es Soldaten, sei es zu Synoden, zu Kirchentreffen, sei es zu Gerichtshöfen, da war man noch mal im Winter unterwegs oder aber auf Kurzstrecken. Dann hat man sich auch sehr gern auf zugefrorenen Flüssen fortbewegt und nutzte dazu Knochen als Kufen und Schlitten, die über das Eis geschoben wurden. Aber vom Handkarren jetzt zum Ochsenkarren, zum Handelswagen. Ochsen sind stark, sind genügsam. Man kann sie einspannen. Man sieht hier diese Holzkonstruktion mit einem Joch, das heißt ein mehr oder weniger gerader Balken, der über die sehr starken Nacken dieser Ochsen gelegt wurde und dann festgezurrt. Mit so einem Joch konnten diese zwei Ochsen Handelswegen ziehen mit ungefähr 750 bis 800 Kilo Waren drauf. Und zwar sind sie stark, aber auch schnell erschöpft, dafür aber auch wieder genügsam. Das heißt, die Pausen mussten nicht allzu lang sein, das Futter nicht allzu gut und der Ochse ist wieder marschiert. Solche Handelswegen haben natürlich einen riesen Vorteil. Man kann sie nämlich im Nachtquartier beladen lassen und dann einfach bewachen. Man muss also nicht wie beim Saumtier alle Handelswaren runter in einen verschlossenen Raum schaffen, dann am nächsten Tag wieder alles rauf. Also man hat einfach den Handelswagen irgendwo hingeschoben, eine Wache davor gestellt, die Zugtiere waren schneller versorgt und am nächsten Tag konnte es wieder losgehen. Und wie gesagt, Handelswagen schaffte 30, 35 Kilometer pro Tag. Wenn man jetzt meint, Ochsen wären eigentlich stärker als Pferde, so stimmt das nicht, denn ich hatte ja gesagt, ab dem 11. Jahrhundert begann man stark mit der Zucht. Ab dem 13. Jahrhundert gab es extrem kräftige, lastentaugliche Pferde. Und was dem zugute kam, im Geschirr, also im Lederzeug für die Wägen, gab es eine ganz wichtige Entwicklung, das sogenannte Kumet. Das ist dieser Ring, den die Pferde hier um den Hals tragen. Denn im Gegensatz zum Ochsen war das Pferdegenick nicht so stark. Es war also nicht so belastbar. Man musste die Zuglast
gut um diesen Hals verteilen, damit das Pferd es überhaupt bewegen konnte. Dafür schaffte ein Pferdewagen aber 1000 Kilo Waren und war 45 bis 50 Kilometer pro Tag unterwegs. Also durchaus schon mal eine Steigerung im Gegensatz. Sie waren schnell, sie waren ausdauernder als Ochsen, aber natürlich in der Versorgung empfindlicher. Der Wagen auf dem Bild übrigens, das ist der Handelswagen, den wir im Geschichtspark als Rekonstruktion schon genutzt haben. Der hat eine Spurbreite von 1,30 Meter. Das ist durchaus archäologisch belegt und durch Funde. Der Wagen selbst ist 4 Meter lang, 2,80 Meter hoch und über der Spur 1,90 Meter breit. Er hat hölzerne Reifen, wie man hier sieht, ohne Metallbeschlag. Da denkt man immer, geht ja gar nicht. Aber auf diesen hölzernen Reifen ist genau der Wagen schon ungefähr 500 Kilometer unterwegs gewesen und die Reifen sind immer noch da. Wenn man sich überlegt, dass man im Mittelalter über weiche Böden eher gefahren ist, dann war ein Eisenreifen nicht unbedingt notwendig. Wen es interessiert, das Fahrgestell und die Räder sind aus Eiche, der Wagenkasten ist aus Fichte und der Planenaufbau ist aus Esche. Diese gebogenen Holzspriegel, die man da sieht, das ist Eschenholz. Der Wagen selbst, den wir da haben, der ist tatsächlich lenkbar. Aber was auffällt, durch die großen Räder, die seitlich am Wagen sitzen, ist der Lenkeinschlag sehr begrenzt. Das heißt, man fährt sehr große Kurven, weil man sehr schnell am Wagen selbst mit dem Rad anschlägt. Wenn man jetzt so etwas anschaut, das hatte ich vorhin erklärt, ist ein Karren, weil er nur zwei Räder hat. Dieser Karren kann bespannt werden mit einem Pferd, dann ist er natürlich sehr wendig. Er hat wenig Abrieb in den Kurven, er hat wenig Verschleiß im Wagen selbst. Aber wer schon mal einen Anhänger vom Auto beladen hat, ohne dass er am Auto hängt, man muss sehr aufpassen, dass er beim Beladen nicht hochschlägt. Man muss also sehr gleichmäßig diesen Wagen beladen, um dieses Hochschlagen oder auch übermäßig viel Zerren am Pferd zu verhindern. Der angespannte Wagen hat nun ein deutlich größeres Volumen, hat allerdings auch einen riesen Wendekreis. Darum haben alte Straßen zum Beispiel kaum Kurven oder enge Kehren, weil man das mit diesen Wegen überhaupt nicht machen konnte. Und er hat natürlich in den Kurven einen starken Verschleiß. Das wird minimiert bei lenkbarer Vorderachse, aber so richtig gut funktioniert die auch nur, wenn die Vorderräder so klein sind, dass sie sich unter dem Wagenkasten durchdrehen können beim Lenken. Auf dem Bild würde eine lenkbare Achse auch anschlagen. Man sieht das bei unserem Wagen auch. Da ist der Wagen eingeschlagen. Mehr geht nicht, denn dann schlägt das Rad gegen den Wagen. Die Handelswege, auf denen man damit unterwegs war, das waren eigentlich Wegesysteme. Die waren sehr breit, die waren ausgefahren, das waren oft Hohlwege. Ein Hohlweg entsteht dadurch, dass diese schweren Wegen oder Karawanen den Untergrund auflockern und durch die immer wieder Benutzung der gleichen Trasse diese Wegenetze sich dann auswaschen durch Erosion und dadurch immer tiefer in die Landschaft versinken. Teilweise ein Effekt, der bewusst herbeigeführt wurde, weil man natürlich sich auf einem Hohlweg nicht verfahren kann. Das ist klar. Man hat die Richtung vorgegeben und war quasi wie auf Schienen unterwegs. Diese Handelswege, diese großen Handelswege, die waren sehr oft abseits gelegen, denn es war Dörfern gar nicht so recht, dass ein Handelsweg, ein Fernhandelsweg dicht an ihnen oder ihren Äckern vorbeilief. Denn bei schlechtem Wetter bilden sich Pfützen, bilden sich matschige Stellen. Und was macht dann der Handelszug? Er weicht aus. Dadurch, dass er ausweicht, wird dann die Route breiter. Wir haben teilweise zig Meter, wirklich 60, 70 Meter breite Handelsrouten. Wenn so etwas nah an einem Acker vorbeiläuft, dann hat auch der Handelszug nicht immer auf Feldfrüchte Rücksicht genommen. Darum war man ziemlich erbost über die Nutzer dieser Handelsrouten. Und natürlich, wie gesagt, es ist manchmal übles Volk unterwegs, es sind Soldaten unterwegs, die sich aus dem Land ernähren und es sind auch Seuchen unterwegs, die reisen natürlich mit den Reisenden auf diesen Straßen. Darum war man nicht immer erpicht darauf, in der Nähe von solchen Fernhandelswegen zu siedeln.
Die Hohlwege selbst hatten auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich das der Vorfahrt. Wenn man an so einen Hohlweg kommt, der besonders tief eingefahren ist, zum Beispiel, weil es bergauf geht, dann bläst man in ein Horn. Wir wissen, die Post hat heute noch ein Horn als Symbol. Wenn niemand antwortet von oben, fährt man in den Weg ein. Wenn einem dann doch einer entgegenkommt, dann haben beide ein echtes Problem, weil man natürlich den Hohlweg nicht einfach verlassen kann mit so einem Wagen. Und dann gab es große Streitereien bis hin zu Gerichtsverhandlungen, zu Mord und Totschlag zwischen den Schulknechten, weil dann ein Wagen abgespannt werden musste, die Pferde aus dem Hohlweg geführt und der Wagen rückwärts aus dem Hohlweg wieder hinaustransportiert. Auf solchen Wegen wurden natürlich nicht nur Handelswaren transportiert, sondern man reiste durchaus auch. Aber wer reiste? Ich weiß nicht, ob man das Bild vom Anfang noch vor Augen hat. Da sah man es. In Wegen reisten Frauen. In Wegen reisten Alte und Gebrechliche, die nicht mehr zu Pferde sitzen konnten. Und in Wegen reisten Verbrecher, die festgeschnallt waren und das Recht verwirkt hatten, frei zu reiten. Denn solche historischen Wegen waren wirklich, wie soll man sagen, ja, ziemliche Knochenrüttler. Das waren holprige Angelegenheiten, die einen ordentlich durchgeschüttelt haben. Sehr, sehr unbequem, wenn man darin reiste. Das Pferd war viel bequemer. Und die Qualität römischer Reisewägen mit Lederpolsterungen und Riemen, die die Unebenheiten auffangen konnten, diese Qualität wurde erst wieder im späten 16. Jahrhundert erreicht. Durchs ganze Mittelalter hindurch war der Wagen eine unbequeme Fortbewegungsmittel. Die bequemste Variante aber war das Wasser. Reisen auf dem Wasser ist erschütterungsfrei, ist energiesparend und eigentlich auch relativ sicher, weil man auf den Flüssen doch nicht wilden Tieren oder Räubern so sehr ausgesetzt waren. Auf dem Wasser wurden natürlich Waren und Personen transportiert. Was wir hier sehen auf dem Bild, ist mal die einfachste Form eines Wasserfahrzeuges, ein Einbaum. Der Begriff Einbaum erklärt sich von alleine. Ich suche mir einen sehr großen Baum und schlage mit der Axt alles weg, was nicht wie ein Boot aussieht. Hinterher habe ich dann ein kleines Boot, das im Gegensatz zur Titanic komplett unsinkbar ist, weil es ausschließlich aus Holz besteht. Diese Einbäume gab es in unterschiedlicher Größe. Es ist ein wirkliches Erfolgsmodell. Die ältesten Einbäume, die wir in Bayern archäologisch gefunden haben, stammen aus der Steinzeit. Und die modernsten Einbäume aus wirtschaftlicher Nutzung sind im Main gefunden worden und wurden dann naturwissenschaftlich datiert auf das Jahr 1876. Das heißt, von der Steinzeit bis ins 19. Jahrhundert war dieser Bootstyp für einfache Menschen und einfache Reisen perfekt. Die Größen reichten von 20 Metern bis 4 Metern. Da geht alles, je nachdem, welches Holz man zur Verfügung hat. Und Einbäume konnten auch miteinander verbunden werden in so einer Art Auslegertechnik, sodass man dann auch kippsicher war mit diesen Einbäumen, die wie ein Katamaran aus mehreren Kielen bestanden. Wir haben recht konkrete Funde von diesen Einbäumen, weil die nämlich im Winter sehr oft versenkt wurden im Uferbereich. Denn ein Einbaum, der komplett unter Wasser liegt, übersteht alle Temperaturen und auch diese Nass-Trocken-Unterschiede. Der kann nicht springen durch das Eis und alles. Also hat man die mit Steinen vollgeladen, im Uferbereich versenkt und am Ufer vertäut. Wenn jetzt aber das Seil durchgerottet war oder nicht richtig festgemacht und im Frühjahr das Eis beginnt zu driften, dann zieht das schmelzende Eis, das abfließende Eis dieser Einbäume ins tiefe Wasser. Und weil sie ja mit Steinen beschwert waren, waren sie da dann verloren. Und dort finden wir sie, die Archäologen bzw. Bauarbeiter, die den Fluss, den Main zum Beispiel, ausbaggern, stoßen immer wieder auf Einbäume in der Flussmitte, die dort versenkt wurden bzw. die am Ufer versenkt wurden und dorthin abgetrieben sind. Eine weitere Entwicklung war der sogenannte Pram, eine kanuartige Bootsform mit einem flachen Boden. Das waren Flussschiffe, die sich sehr großer Beliebtheit erfolgten. Die hatten einen sehr geringen Tiefgang. Die Naab war zum Beispiel ab Naaburg bis Regensburg schiffbar. Das bedeutete natürlich auch für die Umlegehäfen einen großen Reichtum, weil dort von den
Erzeugern auf Schiffe umgeladen wurde, um dann weitere Strecken zurückzulegen. Die Ladung so eines Prams war bei geringem Tiefgang durchaus die eines Ochsenkarrens, also 800 Kilo konnte so ein Flachbodenschiff aufbringen und wie gesagt durchaus 100 Kilometer am Tag zurücklegen. Wobei diese Schiffe im Mittelalter nicht nur gerudert oder gestarkt wurden, man sieht das hier auf der Abbildung, sondern auch getreidelt. Das heißt, ein stärkerer Mast im Schiff oder ein spezieller Pfosten im vorderen Bereich des Schiffes wurde mittels eines Seils vom Ufer aus gezogen, entweder durch Zugtiere, durch Ochsen, durch Pferde oder durch Menschen. Darum laufen an vielen historischen Schiffswegen Wege parallel zum Fluss. Und wie gesagt, die Reisen waren angenehm und bequem, aber natürlich gab es auch mal Pausen für die Zugtiere und Bewegung für die Passagiere. Und das führte dann auch zu einer Infrastruktur entlang der Flüsse, wo sich solche Anlegestellen etabliert haben, wo man dann mal Pause machen konnte. Und im Gegensatz zu dem Reisen zu Lande ist selbst das Reisen bei Nacht mit dem Schiff relativ unproblematisch möglich. Es wurde meistens nicht gemacht, aber es war möglich in Notfällen. Schiffsreisen waren so bequem, dass selbst Pferde verschifft wurden. Also auch wenn man zu Pferd eigentlich der Luxusvariante unterwegs war, hat man sich gern mal über Partien hinweg mit Schiffen fortbewegt, das Pferd mit aufs Schiff genommen, weil es doch noch viel, viel bequemer war und man durchaus schneller war als auf dem Pferderücken selbst. Flöße hätte ich fast vergessen. Holzflöße sind natürlich auch ein Bewegungsmittel auf dem Wasser, aber wie der Name schon sagt, Floß kommt von Fließen. Holzflöße sind mit dem Strom geschwommen und wurden sehr oft Einweg benutzt. Das heißt, man hat auf das Floß Waren geladen. Das Floß selbst war auch Ware und am Bestimmungsort wurden die dann zerlegt und das Holz verkauft. Man ist zu Fuß zurückgereist, hat das nächste Floß fertig gemacht und wieder den Holztransport gleich zum Warentransport genutzt. Flöße, weil Fließen wurden selten stromaufwärts bewegt. Das lohnt sich da einfach nicht. Und die Strömungslinien sind auch nicht so günstig bei Flößen. Von den Wasserstraßen, übrigens Fragen, die im Chat gestellt werden, werden hinterher beantwortet, weil ich da schon einige sehe. Von den Wasserstraßen komme ich jetzt zu den Straßen. Und wenn man Straßen hört, denkt man natürlich zuerst mal an Römerstraßen. Auf dem Forum Romanum in Rom steht ein goldener Meilenstein. Und zur Hochzeit des Reiches gingen von diesem Meilenstein 5000 Kilometer befestigte Straße aus durch das ganze Römische Reich. Ein vergleichbares Straßennetz, das muss man sich mal überlegen, 5000. Ein vergleichbares Straßennetz gab es erst wieder im 18. Jahrhundert. Bis dahin wurde diese Errungenschaft nie wieder erreicht. Im 1. Jahrhundert vor Christus brauchte ein Brief von England, also von Britannien, nach Rom nur 27 Tage. Das war mehr als die Hälfte der damals bekannten Welt in 27 Tagen. Im 12. Jahrhundert brauchte ein Brief von Rom zum Bischof von Canterbury in England 7 Wochen. Also da war schon ein ziemlicher Rückschritt da, weil diese Straßen nicht gepflegt wurden. Die Straßen waren natürlich, die Römerstraßen, waren ein Militärinstrument, das ist ganz klar. Es gibt diesen schönen Satz, Caesar war oft schneller als das Gerücht seines Kommens. Römische Legionäre sind extrem schnell auf diesen Straßen geritten gelaufen, muss ich sagen, denn die sind natürlich in erster Linie marschiert. Und diese Straßen hatten auch einen ganz besonderen Aufbau. Man sieht das in dem Bild sehr gut. Die hatten eine gewölbte Oberfläche. Diese Straßen waren nicht einfach nur auf der Erde, sondern die waren in die Erde hineingebaut. Ungefähr 40 bis 60 Zentimeter tief konnte der Unterbau sein. Da wurde ausgeschachtet, dann wurde feiner Kies reingelegt, dann wurden gröbere Steine reingelegt, dann wurde das befestigt. Dann kamen Randsteine drauf, das sieht man hier ganz gut. Ein Straßenrand wurde befestigt und dann wurde diese Pflasterung gewölbt. Rechts und links gab es Straßengräben, dass kein Wasser auf der Straße stehen blieb. Und teilweise gab es dann auf diesen Steinstraßendecken noch eine Sanddecke, die dann das Reisen noch angenehmer machte. Aber natürlich ist der Reiter auch gerne in diesen
Ja, wie ein Radweg sieht es aus, in diesem unbefestigten Seitenstreifen geritten. Es gab regelrecht Überholspuren für Kuriere auf diesen Straßen und es gab sogar in stark begangenen Passagen Aufstiegssteine, das heißt hohe Steine am Rand, wo man leicht ausfährt oder runter konnte. Also so perfekt war diese Straße eigentlich als Militäreinrichtung eingerichtet. Für Reiter und Wagen natürlich nicht so gut, aber zum Marschieren konnte man unglaubliche Strecken damit zurücklegen, zumal sie auch immer gerade führten und selbst Höhenzüge schon mal eingeebnet haben, um gerade reisen zu können. Im Mittelalter gab es da keine besondere Pflege, nur in Teilbereichen wurden diese Straßen weiter genutzt, meistens im Nahverkehr, im Mittelstreckenbereich. Teilweise gab es sogar einen Rückbau dieser Strecken. Nicht alles, was die Römer geleistet hatten, hat man verstanden. Aquädukte zum Beispiel wurden als Teufelsbrücken bezeichnet, weil man sich nicht erklären konnte, wie solche komplexen Bauwerke vom Menschen hergestellt wurden. Was jetzt mittelalterliche Straßen angeht, da muss ich sagen, wir haben auf der Goldenen Straße zusammen mit der Uni Pilsen eine Sondage durchgeführt. Mittelalterliche Straßen waren in der Regel nicht befestigt. Allerdings hier, wo der Hohlweg in eine tiefe Niederung führt, sieht man, dass die Wangen des Hohlwegs, also die Wegseiten, die waren mit Steinen belegt, dass das nicht hineingelaufen ist, nicht erodiert ist. Und es gab sogar eine relativ holprige Steinschüttung auf der Sohle des Weges. Also nicht ansatzweise eine Römerstraße, aber auch solche Wege wurden gepflegt. Das bestätigen auch Rechtsquellen des späten Mittelalters und solche archäologischen Ausgrabungen scheinen das ja zu belegen. Ein Heerweg, also Heer von Militärtruppe, ein Heerweg oder ein öffentlicher Fernweg, der unterstand dem Landrecht und hatte sogar eine vorgegebene Breite bis zu 9 Metern. Im Nahverkehr, solche Gemarkungswege unterstanden der niederen Gerichtsbarkeit und hatten mindestens 1,50 Meter breit zu sein, das waren also wirklich Pfade, oder bis 3,50 Meter konnten sie sein. Es war also durchaus festgelegt. Und wenn man sich diese Maße mal anschaut, dann sieht man, dass das ein Maß ist, das sehr, sehr lange eingehalten wird. Und da könnten wir jetzt fragen, kleiner Exkurs, was haben die Römer mit dem amerikanischen Space Shuttle zu tun? Die Beantwortung ist einfach. Diese Maße gehen auf römische Bestimmungen zurück. Römische Ingenieure haben festgelegt, dass zwei Zweispänner, das heißt ein Wagen, wo zwei Pferde nebeneinander eingespannt waren, zwei Zweispänner mussten sich einander passieren können auf römischen Straßen. Daher wurde die Breite belegt. Das gilt bis zum Autobahnbau, wurde das beibehalten. Von Auswanderern wurde es nach Amerika mitgenommen. Auch da sind die Straßenbreiten nahezu identisch. Und so gesehen haben die Römer die Breite des Space Shuttles vorgegeben, da dieses auf öffentlichen Straßen transportiert werden musste, um vom Produktionsort bis zum Fertigungsort zu kommen. Aber zurück zu mittelalterlichen Straßen. Was Archäologen immer freut und was wir oft finden, sind solche Spurrinnen, solche tiefen Spurrinnen, die durch Abrieb entstehen oder sogar angelegt sind, ähnlich wie Gleise, wie Schienen, um dem Wagen eine bessere Führung zu bieten. Wir haben das manchmal auf Gebirgstrassen, dass solche Gleise angelegt sind, um dem Wagen eine Absturzsicherheit zu geben. Aber meistens sind sie tatsächlich eingerieben in weicheren Sandstein. Daher kennen wir auch die Spurbreiten. 1,20 bis 1,30 war so beinahe regelhaft. Das hat dann auch unser eigener Handelswagen ja gehabt. Das ist also ein toller archäologischer Fund, wo man direkt quasi an den Wagen und an seine Konstruktion heranreicht. Die Straßenpflege, wie gesagt, die fand eher so auf der Mittelstrecke statt, im Umgriff von Handelswegen oder zwischen Marktstädten. Dabei muss man sagen, Brücken waren Sonderaufgaben. Die wurden oft dann auch mit Zoll belegt, seltsame Frage gerade im Chat, mit Zoll belegt, um die Kosten aufzubringen für diese Brücken. Es gab Holzbrücken sehr früh. Die schönsten, größten Holzbrücken haben wir im slawischen Raum.
bis zu 2 Kilometer Pfahlkonstruktionen, die über sumpfige Niederungen führten, also 2 Kilometer lang. Solche Holzbrücken konnten bis zu 12, 15 Meter Tiefe überbrücken. Wir haben Steinbrücken wie in Regensburg, in Prag natürlich die steinerne Brücke oder in Tirschenreuth unweit des Geschichtsparks. Und wir haben allerdings im ländlichen Raum sehr viel häufiger einfache Furten. Wie gesagt, im Sommer reiste man, wenn die Furten niedrig waren. Es gibt aber Reiseberichte, dass Wasser bis über Scheitelhöhe auf solchen Furten möglich war für zu Fuß Reisende. Und darum waren sie manchmal mit einem Seilhandlauf auch versehen. Wenn wir jetzt so viel über Straßen geredet haben, auf dem Bild, auf dem historischen Bild, sieht man auch das Roden des Waldes. Das hat natürlich auch Sicherheitsaspekte, weil dadurch keine Bäume auf die Straßen stürzen können. Das hat aber auch Sicherheitsaspekte, weil sich keine Räuber dahinter verstecken können. Und tatsächlich Verkehrswesen, ein geleitetes, gelenktes Verkehrswesen, finden wir bereits im Karolingischen. Natürlich auch nicht als Selbstzweck, sondern wegen des einträglichen Fernhandels, der dort schon sehr gängig war, machte man sich Gedanken über Verkehrswesen und über auch Verkehrsrecht. Das früheste Straßenverkehrsrecht, das ich jetzt auftreiben konnte, da muss ich mal kurz was zitieren, im frühen 13. Jahrhundert der Sachsenspiegel in der Abteilung Landrecht. Da haben wir die Passage: Die Straße des Königs soll so breit sein, dass ein Wagen dem anderen Platz machen kann. Hatte ich schon erwähnt. Wegen müssen sich passieren können. Der leere Wagen soll dem Beladenen, der wenig Beladene, dem Schwerbeladenen ausweichen. Also was leichter zu manövrieren ist, muss Vorfahrt gewähren. Der Berittene soll einem Fuhrwagen und der Fußgänger einem Berittenen weichen. Also auch da wieder, der Fußgänger geht leichter mal zur Seite als ein Pferd. Befinden Sie sich allerdings auf einem schmalen Weg oder auf einer Brücke, dann soll das Fuhrwerk anhalten, damit die Schnelleren vorbeikommen können. Der Fuhrwagen, der zuerst auf die Brücke rollt, der soll sie auch zuerst überqueren, damit es nicht Konflikte gibt, wie ich es in den Hohlwegen geschildert habe. Und egal, ob er schwer sei oder leer. Das ist also mal ein ganz typisches Verkehr, einfache, sinnvolle Verkehrsregeln, die bereits im frühen 13. Jahrhundert aufgeschrieben wurden. Wer reist, der muss auch übernachten. Reisen endeten oder wurden unterbrochen mit dem Tagesende. Man reiste nach Möglichkeit nie über Nacht. Einmal wegen der recht wilden Wegeführung teilweise, wegen der schwierigen Strecke, aber auch wegen der Angst vor Räubern, wilden Tieren, bösen Geistern, was alles so nachts unterwegs war. Man wollte möglichst nicht im Freien schlafen. Man hat also gesehen, dass man die Reisen so taktet, dass man auf seiner Route befestigte Behausungen erreicht hat. Das führte natürlich auf belegten Straßen zu einer großen Infrastruktur und zu einer Belebung der Wirtschaft in diesen Gegenden. Es gab Gasthäuser. Auf der Folie sehen wir zum Beispiel im 15. Jahrhundert ein Gasthaus mit einem ganz klassischen Wirtshausschild. Diese Wirtshausschilder gibt es wohl seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert schon. Es gab in diesen Gasthäusern Wärmestuben, wo man sich aufwärmen könnte. Daneben sieht man in unserem Gasthaus im Geschichtspark den Kachelofen, den sehr frühen aus dem 13. Jahrhundert. Man hat allerdings kein Zimmer gemietet, das sieht man auch ganz gut, sondern man hat einen Schlafplatz gemietet auf einem Strohsack. Man schlief nackt und seine Habseligkeiten lagen neben dem Bett. Oft gab es Geschlechtertrennung in diesen Gasthäusern. Aber es war natürlich ein gewisses Risiko, denn Menschen, die mit Hab und Gut reisten, die weckten Begehrlichkeiten, gerade wenn ihr ganzes Zeug nachts einfach neben dem Bett lag. Es gibt viele Geschichten über böse Wirte, es gibt Geschichten über Räuber, über gefälschte Gasthäuser, die den Reisenden in eine Falle locken. Und darum suchte man sehr gerne kirchliche Hospize auf oder aber im Ausland Landsmannschaften. Das heißt, deutsche Betrieben, deutsche Gasthäuser im Ausland, um dadurch für Vertrauen zu werben. Eine solche Tagesetappe, die man zurückgelegt hat, das war die Strecke zwischen Bernau und Tachow. Ist auch in unserem Namen, Geschichtspark Bernau-Tachow. Auf dieser goldenen Straße, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen möchte. Die goldene Straße ist einer der wichtigsten Handelswege des Spätmittelalters.
und lief über knapp 300 Kilometer von Prag nach Nürnberg. In beide Richtungen ging es dann auch noch weiter. Auf der einen Seite bis ins Ungarische, auf der anderen Seite bis ins Luxemburgische. Da lagen auch die Hausgüter von Karl dem IV., der sich im 14. Jahrhundert um diese Goldene Straße sehr, sehr verdient gemacht hat. Das war eigentlich eine seiner wichtigsten Routen. Der Name Goldene Straße, man sieht hier den Verlauf auf der Tafel. Der Name Guldenstraße ist in dieser Form seit 1513 schriftlich belegt. Wir wissen aber, dass es seit dem 13. Jahrhundert eine der wichtigsten Handelsverbindungen war. Darum kann es sein, dass der Name auch schon älter ist. Es ist sicherlich eine Werbemaßnahme. Auf der Goldenen Straße, da reist man natürlich golden, bequem und sehr, sehr hochwertig. Und man sieht hier, dass es eine Parallelroute gibt. Dieses kleine Stück hier unten, das wollte ich gerade drauf zeigen, aber das sehen Sie ja nicht. Sehen Sie das hier? Von Wernberg, Fohenstrauß, Primder, Bohr. Später wurde es als verbotene Straße bezeichnet. Die war etwas kürzer und etwas weniger Gelände, also Steigung. Es war aber nicht wirklich eine verbotene Straße, aber die vom Kaiser durch günstige Zölle und eine Menge Infrastruktur bevorzugte Straße, das war die Rotroute über Bernau und Tachow. Der Kaiser konnte es einrichten, dass er überwiegend auf eigenem Territorium reiste. Die Oberpfalz war damals im 14. Jahrhundert Neuböhmen. Durch Kauf und Tausch bis Hersbruck und Lauf konnte der Kaiser also auf eigenem Territorium über seine Goldene Straße reisen, hatte zahlreiche Pflegamtssitze und Burgen zur Absicherung dieser Strecke. Da gehe ich dann gleich auch nochmal drauf ein. Karl IV. Selbst war nachweislich 52 Mal unterwegs, denn auf der Goldenen Straße, denn er musste natürlich Präsenz zeigen im Reich. Man hat ihn nicht abends im Fernsehen gesehen, wenn man wissen wollte, ob es ihn noch gibt, ob er gesund ist, ob er Kraft hat und noch sein Amt ausüben kann, dann musste er im Reich unterwegs sein und gesehen werden. Sogar die mächtige Hanse war auf der Goldenen Straße unterwegs, urkundlich belegt. Es war eine Reichsstraße dann auch. Und seit 1490 wurde dann aber vermehrt auch unten die sogenannte verbotene Straße genutzt. Die Goldene Straße heute ist das längste eingetragene Bodendenkmal Deutschlands nach dem Limes. Leider nicht annähernd so bekannt. Es gibt heute noch zahlreiche Hohlwege, Wegesysteme oder Landmarken entlang dieser Straße. Es gibt Furten und die sicherlich besterhaltenen Bereiche sind zwischen Bernau und Tachow im ehemaligen Grenzstreifen. Denn in diesem breiten Waldstreifen gab es niemals eine Flurreform oder eine Waldreform, die solche Spuren hätte vernichten können. Und dort unternehmen wir regelmäßig, das können Sie unserem Programm entnehmen, Wanderung auf der Goldenen Straße mit kleinen Vorträgen dabei und machen dieses Bodendenkmal erfahrbar oder erwanderbar vielmehr. Neben dem Reisen gab es natürlich viele wirtschaftliche Aspekte drumherum. Die Herbergen hatte ich schon erwähnt, den Geleitschutz hatte ich noch nicht erwähnt. Ganze Gemeinden lebten vom Geleitschutz, den sie den Handelszügen auf dieser Straße gewährten. Parkstein hat zum Beispiel sogar einen Gedenkstein, wo das verewigt ist. In Parkstein wurde ein Geleitschutz gestellt, der ging dann eine bestimmte Etappe gegen Geld mit und dann übergab man seinen Handelszug einem nächsten Geleitschutz und die Parksteiner reisten mit dem rückwärtigen Zug, der in die andere Richtung fuhr, wieder zurück nach Hause. Auch solche Brückenköpfe wie Bernau zum Beispiel, kurz vor der böhmischen Grenze, haben profitiert von der Straße, denn dort sammelte man sich, bevor es ins Fremde ging, engagierte vielleicht einen Dolmetscher, einen Geleitzug und reiste dann als größere Gruppe weiter. Kleiner Exkurs zur Goldenen Straße. Was ist denn überhaupt gehandelt worden da? Aus Böhmen kam Leder, Wachs, einfache Gewürze, Kupfer, Zinn, Eisen, Talg, also Tierfett, Schinken, Salz, Loden, also Wollstoff und Ochsen und, bitte fragen Sie mich nicht warum, Heringe. Urkundlich belegt, warum aber aus dem Binnenland Heringe Richtung Norden transportiert werden, keine Ahnung. Nach Böhmen selbst
wurden sehr viele Luxusgüter verreist oder verhandelt auf dieser goldenen Straße. Flandrische Tuche, Sämereien, Getreide, Wein, Wolle, Eisenwaren, Schmuck und besonders Nürnberger Waffen und Rüstung. Und die Nürnberger Fernhändler, die haben dann auch noch besondere Orientwaren vertrieben, also Seide, Gewürze und Medikamente, die in das wohlhabende Prag transportiert wurden. Diese Reisestation, diese goldene Straße hatte natürlich bestimmte fest eingebaute Installationen. Und damit komme ich jetzt zum abschließenden Teil des Vortrages. Zum Glück, die Zahlen sind noch da oder alle sind eingeschlafen vor ihren Computern. Es gab auf dieser goldenen Straße sogenannte Reisestationen. Und wir haben uns entschlossen, im Geschichtspark als Teil des Projektes Archäozentrum Bayern-Böhmen so eine Reisestation zu bauen. Hier sehen Sie mal Planzeichnungen davon. Es ist keine komplette Reisestation bisher ausgegraben worden. Wir kennen Reisestationen, aber die sind stark überbaut. Da wurden dann in der Renaissance Schlösser draus gemacht. Da wurden in der frühen Neuzeit Straßen durchgebaut. Diese Reisestation, die wir bauen, ist eine Idealrekonstruktion. Für die einzelnen Bauteile gibt es Vorbilder, für die historischen Techniken gibt es Vorbild, aber für diese Zusammenstellung, da haben wir nur den Zweck, den eine Reisestation erfüllen musste. Aber alles wird mit historischen Handwerkstechniken gebaut und mit historischen Materialien. Auf der Baustelle selbst finden natürlich jede Menge archäologische Experimente statt, die auch zu Ausbildungszwecken und zur Forschung dienen. So eine Reisestation, was ist das überhaupt? Was muss man sich da vorstellen? Da muss ich sagen, es hat wahrscheinlich für Karl IV. Ein gewisses Trauma gegeben, als er im November 1346 in Bonn gekrönt wurde. Karl war ja böhmischer König, sein Vater war Luxemburger, der hat 6 Sprachen gesprochen. Er war böhmischer König, wurde dann deutscher Kaiser. Mit dieser Krönung waren nicht alle Beteiligten einverstanden. Und er musste sich dann im November inkognito verkleidet nach Böhmen zurück durchschlagen. Und nach dieser Erfahrung begann er wohl ein weit gespanntes Netz von Stützpunkten anzulegen, um von Böhmen Richtung Westen die Wege sicher benutzen zu können. 1353 hat er zahlreiche Besitzungen erworben. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Neuböhmen entstand. Er konnte also durch das nördliche Bayern reisen und das war alles sein Land, auf dem er unterwegs war. Seine wichtigste Residenz in Richtung der Reichsstadt Nürnberg war Lauf. Am 1360 bis 71 war 10-mal in seiner Residenz in Lauf. Übrigens eine Reise wert. Schauen Sie sich die Residenz in Lauf an. Eine super tolle Burg. Und wenn Sie die gesehen haben, kommen Sie zu uns und schauen sich die Reisestation an. Was ist da der Unterschied? Sein Verwaltungssitz hatte das Zentrum in Sulzbach. Da hatte er auch einen Verwalter sozusagen, der in Sulzbach saß und in Neumarkt, der kaiserliche Kanzler war das, Johann von Neumarkt, in Neumarkt seine Besitzung hatte. Die Reisestation war sozusagen ein Bindeglied zu der Residenz nach Lauf. Wohl in den 1360er Jahren wurden solche Reisestationen gebaut. Im Gegensatz zur Residenz, die Residenz war eine Propaganda-Instrument. Die Residenz war ein Kontrollinstrument. Die Residenz war gebaute Macht eigentlich. Die hatte eine spezielle Form, da hat sich der Kaiser verewigt. Und die Reisestation selbst war eigentlich nur eine Logistikeinrichtung. Die war hochwertig, technisch sicherlich, aber sie war eben doch keine Residenz. Das war eine Pferdewechselstation, da konnte man mal unterschlüpfen. Da konnte man Waren mal bunkern, da konnte man Versorgungsstücke bunkern. Die war auch nicht permanent von vielen Menschen besetzt. Das war aber die Residenz auch nicht. Ich habe den ganz interessanten Punkt mal gefunden. Im 14. Jahrhundert war die Burg in Lauf und das war eine Residenz. Besetzt mit 18 Mann, 3 Pferden, 6 Rüstungen und 2 Armbrüsten. Das war also sozusagen ein Grundstock,
dass man ständig dem Kaiser ein Geleit geben konnte, wenn er da war. Aber es ist weit entfernt von dem, was wir uns heute unter einer großen Burg feststellen. Diese Reisestation hier in einer Illustration, die wir haben anfertigen lassen, besteht sehr oft aus denselben Bauteilen. Wir haben hier auf dem Bild deutlich zu sehen ein befestigtes, massives, steinernes Torhaus. Darin ist auch die Wachmannschaft untergebracht, wenn der Kaiser in der Reisestation übernachtet. Wir haben natürlich einen Palas, einen großen repräsentativen Bau, in dem der Kaiser unterkommt und in dessen Untergeschossen auch wertvolle Waren zum Beispiel gelagert werden. Wir haben als untergeordnete Bauten hier zwei Fachwerkhäuser für Gesinde, für Werkstätten, vielleicht auch als Stall für Tiere. Wir haben natürlich, wenn der Kaiser reist, eine kleine Kapelle hier unten in der Mauerecke und beinahe der wichtigste Bestandteil so einer Reisestation, eine umlaufende, wehrhafte Mauer, die natürlich auch ganz wichtig eine Rechtsgrenze darstellt. Denn auch wenn eine Stadt in der Nähe war, die Stadt hatte keinerlei Befugnisse in dieser Reisestation, die gehörte allein dem Kaiser. Und Kaiser, wir sagen dazu hier Königshof, warum benutzen wir Kaiser und König parallel? Er verliert ja seinen Titel nicht. Karl IV. War gleichzeitig Markgraf, König und Kaiser. Und Königshof ist ein bisschen tiefer gestapelt als Kaiserhof. Das wäre dann eher wahrscheinlich seine Residenz. Im Geschichtspark selbst ist die Baustelle in einen sehr großen Bereich integriert, der eine komplette, wie soll ich sagen, Bauhütte repräsentiert. Wir haben einen Steinbruch, wo wir den Flossenbürger Granit zurichten. Wir haben die Baustelle selbst. Wir haben mittlerweile Kalkbrennöfen. Wir schmieden das Eisen, das wir benutzen. Wir verarbeiten Erz zu Eisen vor Ort. Es wird Holz gesägt, es wird Holz gespaltet, es wird werden Balken mit der Axt gehauen aus Bäumen. Also ein großer Werkhof ist dort entstanden. Da wir mit wenigen Leuten in Originaltechniken arbeiten, rechnen wir mit einer Bauzeit von 18 Jahren ungefähr. Auf der Baustelle wird sowohl in historischer Tracht gearbeitet, meistens aber in funktionaler Arbeitskleidung. Aber die Maßnahmen, also die Methoden, die verwendet werden, die Materialien, die Werkzeuge, das entspricht alles historischen Vorbildern. Wir haben die nötige Infrastruktur mittlerweile geschaffen. Man sieht hier schon einen Teil der Umfassungsmauer. Mittlerweile steht das erste Gebäude, das eins von diesen Fachwerkhäusern ist unter Dach und Fach sozusagen. Das heißt, das Dach ist gedeckt, die Wände sind gestellt. Der Kran wurde bereits einmal verschoben, um der Baustelle mehr Raum zu geben. Also das geht mächtig voran. Und da bauen wir auch die nächsten Jahre und Jahre weiter. Und auch Corona hat das nicht verhindern können. Diese Baustelle wächst kontinuierlich. Und darum herum natürlich zahlreiche Aktivitäten, die man sich im Geschichtspark anschauen kann. Es wird Eisen verhüttet. Hier unten dieses tolle rote Bild, das ist unser Kalkbrennofen, wo aus Kalkstein der Mörtel hergestellt wird, beziehungsweise der Kalk für den Mörtel. Wir pflegen 5 immaterielle Welterben in dieser Baustelle. Einmal das Bauhüttenwesen, also das vernetzte Arbeiten verschiedener Gewerke. Das Flechten mit Weiden, weil natürlich die Wände in dem Fachwerkhaus ausgeflochten werden und die Wände der einfachen Bauhütten auch. Das Zunft- und Gesellenwesen, denn man hat da auf dem Bild gesehen, wir arbeiten mit Wandergesellen zusammen, die bei uns historische Techniken erlernen, aber auch Wissen von anderen Baustellen Europas mitbringen. Und das Kalk- und Mörtelherstellen ist ein immaterielles Welterbe und das Pechsieden, also das Herstellen von Holzteeren aus Frischholz. Das sind alles Dinge, die bei uns gemacht werden. Das ist unser Eisenschmelzofen. Da sieht man mal drin die glühende Luppe, die dann ausgeschmiedet wird zu Metall, aus dem unsere Werkzeuge hergestellt werden. Und das ist das Innere des Kalkofens vor dem Befeuern. Da werden die Kalksteine eingeschlichtet und dann zu Kalk, zu Brandkalk gemacht.
Neben dem immateriellen Welterbe ist unser Anliegen natürlich die experimentelle Archäologie. Wir wollen wissen, wie es war, wissen, wie es geht und das auch in der Form nachmachen und erforschen. Und neuerdings aber auch haben wir uns gedacht, Mensch, diese mittelalterlichen Baureisen, aus denen können wir was lernen, viel lernen. Das ganzheitliche Bauen mit regionalen Ressourcen, das ist eine unserer neuen Aufgaben, die wir betreiben. Und wir wollen eigentlich auch mit dem mittelalterlichen Bauen bei uns vor Ort das Bauhandwerk allgemein ein bisschen beleben. Das ist jetzt aber, hat nichts mehr mit Reisen zu tun. Darum möchte ich hier auch es bewenden lassen. Achso, das ist nochmal Holzhandwerk. Da wird gesägt mit einer mittelalterlichen Säge. Also, dass man sieht, dass das alles bei uns vor Ort tatsächlich gemacht wird. Ich wäre soweit durch. Wir möchten gerne von Ihnen eine Bewertung des Vortrages. Wie haben Sie ihn gefunden? Wie hat er Ihnen gefallen? War er angenehm zuzuhören und auch, wie sind Sie aufs Thema aufmerksam geworden? Dazu wird im Chat ein Link gegeben. Wenn Sie sich bitte die Zeit nehmen würden und mal 5 Minuten noch diesen Link bearbeiten, Quatsch, diesen Fragebogen ausfüllen, der in dem Link freigeschaltet wird, das wäre große Klasse. Ansonsten bemühen wir uns wieder, Vorträge zu machen. Ich hoffe, Sie nehmen was mit, können ein bisschen angeben bei der nächsten Wanderung in der Landschaft. Ich freue mich, dass so viele Leute da waren. Es werden jetzt noch die Fragen im Chat beantwortet. Also ich schaue mal, wie viel ich da wieder finde. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie jetzt da rein. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend und nehmen Sie sich bitte Zeit für den Fragebogen. Damit wäre ich eigentlich soweit. Und jetzt vielen, vielen Dank an den Herrn Alexander Christ, der übersetzt hat. Das war bestimmt eine Monsteraufgabe. Ich möchte es nicht machen. Aber ich entnehme den Kommentaren, dass es sehr gut geklappt hat. Vielen, vielen Dank und euch noch einen schönen Abend. Und jetzt schaue ich mir mal die Fragen an. So, jetzt haben wir irgendwo drauf gedrückt. Ich hoffe, man hört mich noch. Vorhin war auch zum Beispiel eine Frage, an die kann ich mich erinnern, nach dem Rucksack, den ich gezeigt habe. Dieser Rucksack war tatsächlich frühmittelalterlich. Das war ein geflochtener Rucksack aus Birkenrinde, ist aber belegt nicht bei uns, sondern im Ostseeraum. Das ist also ein Bild, was ich von weit her geholt habe. Das ist kein Stück, zu dem ich eine archäologische Parallele bei uns finden könnte. Was war noch für eine Frage? Ich glaube, wie oft es zu Überfällen kam, hat jemand gefragt. Kann man gar nicht sagen. Sie tauchen in Gerichtsakten relativ oft auf. Das liegt ja natürlich daran, dass, wenn nichts passiert, auch keine Akte darüber angelegt wird. Es muss so sein, dass Reisen gefährlich war. Wie gefährlich, wie oft das jetzt passiert ist, das kann man so nicht sagen. Tagesetappen in Kilometern, das hatte ich ausführlichst am Anfang gesagt. Wir werden den Vortrag übrigens, der ist aufgezeichnet, man wird diesen Vortrag auch nochmal sich anschauen können. Ich gucke jetzt gerade mal nach den Tagesetappen, weil das ist eine Frage, die kann ich ganz schnell nochmal beantworten. Der Fußgänger, der Händler mit seiner Rückenkraxe mit 80 Kilogramm, der konnte 25 Kilometer Tagesleistung zurücklegen. Tatsächlich waren es aber eher 15, weil man musste auch mal eine Pause machen. Ein Handelszug 30 bis 45 Kilometer. Ein Reiter 50 bis 60 Kilometer. Ein berittener Bote 80 bis 100 Kilometer. Und ein Flussschiff 100 bis 150 Kilometer. Denn wo kann man den Vortrag anschauen? Ich würde sagen, einfach mal auf unsere Facebook-Seite oder auf die Homepage gucken. Sobald wir den aufgearbeitet haben, dass man sich anschauen kann, wird er dort erhältlich sein. Die Abmaße des Planwagens, die kann ich nochmal kriegen. Ja. Fahrwerk und Räder aus Eiche, Kasten aus Fichte. Ich habe es gleich. Und das Gestänge für die Plane war aus Esche und der Wagen war 4 Meter lang.
Die Spurbreite war 1,30 Meter. Der Wagenkasten war 1,90 Meter breit. Und der Wagen insgesamt mit dem Planenaufbau 2,80 Meter hoch. Die Zäumung des Haflingers auf dem Foto im Gewand ist modern. Das war einer unserer Mittelalterdarsteller. Das kann gut sein, dass das eine moderne Zäumung ist. Das sehr oft wird da Westernreitzeug für verwandt. Ich weiß, dass er in den Sattel relativ viel Arbeit gesteckt hat und noch dabei ist, auch das ganze Zäumzeug original zu ersetzen. Die Spurbreiten der Wagen und Karren waren die genormt. Eine Norm in dem Sinne gab es nicht, aber durch die Breite der Straßen, der Tore, durch die Stabilität der Hölzer ist, glaube ich, eine natürliche Norm ein bisschen gegeben. Wenn da ein Wert als besonders passend und gut festgestellt wurde, dann wurde der wiederholt. So viele Wagenbauer gab es ja nicht. Man hat sich dort, glaube ich, an bewährten Größen ausgerichtet. Ernährung unterwegs lese ich noch. Im Prinzip das, was man auch zu Hause gegessen hat. Das war ja alles nicht so hochverderblich. Brot, wenn man mitnimmt, Getreide, das man zu Brei macht in seinem Lager. Wenn man in einer festen Unterkunft unterkommt, konnte man natürlich dort Essen erwerben. Das konnten sich aber nicht alle leisten. Also hat man unterwegs sicherlich auch, wenn man an einem Beerenstrauch vorbeigekommen ist, den genutzt. Aber sich Brot mitzunehmen und ein bisschen Getreide für Getreidebrei, vielleicht einen kleinen Napfonig oder sowas, das war wohl das, was man unterwegs dabei gehabt hat. Ein bisschen Dörrfleisch, wenn man sich leisten konnte, wiegt nichts, sehr viel Protein. Man hat sehr viel Fisch gegessen in der Zeit, der sich auch prima trocknen lässt. Das wären halt so Dauerlebensmittel gewesen, die auf Reisen unterwegs waren. In dieser Pilgertasche, von der ich gesprochen habe, die komplett erhaltene Pilgerausrüstung, da war tatsächlich noch ein Streifen Dörrfleisch und Reste von Brot drin. Und jetzt geht es sehr schnell hier. Die goldene Straße von Wortgilde kommt. Ist die Frage, ob das so speziell ist. Der Name war gar nicht so gemeingültig. Zum Beispiel heißt diese goldene Straße ja Nürnberger Straße im Tschechischen. Goldene Straße in wenigen mittelalterlichen Beschreibungen. Es gibt auch den Goldsteig, der tatsächlich aber wohl mit Gold aus dem angrenzenden Gebirge zu tun hat, das dort vertrieben wurde. Der Goldsteig war sehr beliebt. Vielleicht wollte man sich auch einfach an dessen Beliebtheit anhängen, hat darum auch den Namen Gold gewählt. Eine Fernhandelsgilde ist mir jetzt im Umfeld der Goldenen Straße noch nicht untergekommen. Stefan, hörst du mich, bitte? Ja, ja. Hier ist eine Frage sehe ich hier im Chat aus dem Tschechischen, ob es auch zu Verkehrsunfällen kam. Oh ja, kam zu sehr schlimmen Verkehrsunfällen. Und zwar immer da, wo Engstellen waren. Ich hatte das gesagt mit den Brücken, die Verkehrsregeln dafür. Man hat sich natürlich wie heute, auch damals, nicht immer an Verkehrsregeln gehalten. Man hat sich überschätzt, ist steile Strecken zu schnell angefahren, hat die Kontrolle über Pferde verloren. Pferde sind durchgegangen, haben Fußgänger überrannt. Solche Verkehrsunfälle gab es mit manchmal schrecklichen Folgen. Oder aber auch der Zustand der Straßen führte zu Unfällen durch Bergrutsche oder durch abgerutschte Straßenseiten, sodass man seitlich von diesen Wegen kippte. Da sind einige Urkunden drüber erhalten, wo es darum geht. Letztendlich, wer haftet dafür? Wer war zuständig für die Straße? Wer hatte für den sicheren Zustand der Straße zu sorgen? Daher wissen wir von Verkehrsunfällen. Dann sehe ich hier Fragen, wie oft es zu Überfällen kam. Das wurde schon beantwortet. Was am meisten transportiert wurde und wie viel eine Übernachtung im Gasthaus kostete?
Das kann ich nicht sagen. Also eine Übernachtung im Gasthaus, das ist sehr unterschiedlich. Das habe ich auch tatsächlich für diesen Vortrag jetzt gar nicht vorbereitet, weil das natürlich ein Problem ist beim Reisen über eine weitere Strecke, komme ich durch sehr, sehr viele Münzbereiche. Ich musste also Geld tauschen. Es haben gar nicht alle Geld gehabt. Viele haben sicherlich auch mit Naturalien bezahlt. Über Übernachtungspreise habe ich im Detail noch nichts rausgesucht. Das ist etwas durchaus ein weiterführendes Thema, das ich jetzt dankbar aufnehme und vielleicht in den Vortrag auch noch integrieren werde. Aber das ist schwierig zu beantworten, muss man ganz ehrlich sagen. Einmal, weil es keine allgemeingültige Währung gab und weil natürlich das Geldwesen im Mittelalter überhaupt nicht so verbreitet war in dem Bereich der einfachen Händler, im Bereich der Fernhändler sicherlich. Aber die haben natürlich wahrscheinlich Sonderpreise gekriegt, wie damals auch, weil die regelmäßig durch diese Gasthäuser kamen. Und ich lese gerade, ab wann es Gasthäuser an den Straßen gab. Sichere Belege haben wir dafür im 11. Jahrhundert, vorher noch nicht. Man könnte mal gucken in den Einhards-Chroniken über Karl den Großen, ob da was über Gasthäuser steht. Ich glaube aber nicht so, dass es auffallen würde. Also im 11. weiß ich sicher und dann aufwärts. Große Zeit natürlich mit den Fernhandelswegen im ausgehenden 13. und 14. Jahrhundert. Da waren die Gasthäuser die Regel. Und auch in Zeiten der Kreuzzüge waren Gasthäuser schon sehr, sehr verbreitet. Flussaufwärts war die Frage, wie weit man flussaufwärts reisen kann. Da sind die Tagesetappen natürlich deutlich kleiner, wenn getreidelt wird. Man kann nicht segeln auf Schiff, auf den meisten Flüssen. Das muss schon mal klar sein. Flussaufwärts wurde meist getreidelt oder gestarkt. Mit großen Schiffen musste getreidelt werden, die kann man nicht starken. Und dann bin ich natürlich nicht bei 100 Kilometern, dann bin ich bei einem Bruchteil. Dann schaffe ich, wenn ich eine gute Etappe habe, 15, 20, vielleicht 25 Kilometer am Tag, muss aber natürlich den Saumtieren oder den Tieren, die treideln, auch entsprechende Rast gönnen oder aber sie öfters austauschen. Dann wäre hier eine Frage nochmal aus dem Tschechischen. Wenn ein Bote jetzt vom Kaiser nach Rom reiste, wie sein Weg abgesichert war, ob er jetzt sicheres Geleit hatte, auch über Gebiete, die dem Kaiser jetzt nicht geneigt waren. Also wir wissen, dass diese Boten meistens Freibriefe dabei hatten, die ihnen sicheres Geleit gewährt haben. Es war auch eine Straftat, gegen diese Boten vorzugehen. Es war allgemein anerkannt, dass man da wirklich Ärger gekriegt hat, wenn man königliche Boten überfallen hat. Da war eine natürliche Scheu davor. Aber es bleibt natürlich nicht aus. Klar, gerade in Kriegszeiten wird die gegnerische Berichterstattung zum Beispiel unterbrochen, dadurch, dass man Boten überfällt. Aber diese Freibriefe, da gab es tatsächlich Absprachen zwischen Fürstentümern, dass man auch auf nicht mehr eigenem Gebiet mit diesem Schreiben freies Geleit hatte. Dafür wurden natürlich auch Zahlungen fällig und sowas. Also ein Bote reiste in ruhigen Zeiten relativ sicher und mit weitreichenden Kompetenzen auch. Ich lese hier, ob die Schuhe oft genagelt wurden zum Reisen. Die wirklich mittelalterlichen Schuhe ließen sich nicht ohne weiteres nageln, weil sie keine feste Sohle hatten. Schuhe mit festen Sohlen, die sich nageln lassen, haben wir erst im Spätmittelalter. Im frühen Mittelalter sind mir da keine Funde bekannt. In dem Moment, wo ich Oberleder und Sohlenleder aus einem Material mache, kann ich in das keine Nägel schlagen, weil die würden ja durchgehen tatsächlich. Über die geplanten Routen dieser Handelswege. Das ist ganz interessant. Diese Routen waren ganz oft die Sichtachsen. Also wenn man sich Wege auf Burgen anguckt, der mittelalterliche Mensch ist gerne den direkten Weg gegangen. Und Handelsrouten waren Sichtachsen. Man hatte Orientierungspunkte im Gelände, man hatte Hügel, man hatte Kirchtürme, man hatte Bergzüge, Bergketten, auf die man zulief.
Und aufgrund der Konstruktion dieser Wegen hat man allzu kurviges Terrain vermieden. Wenn man also im Talgrund viele Kurven hätte machen müssen, dann ist man lieber auf halber Höhe dieses Tals gereist. Auch Gipfelwege sind relativ selten, solche direkten Höhenwege. Man hat so ein bisschen den Mittelweg gesucht dazu und ist dann tatsächlich in sehr großen geraden Abschnitten gereist. Wir haben zum Beispiel zwischen Bernau und Tachow eine einzige größere Kurve, schärfere Kurve in der Streckenführung, weil man das den Wegen nicht zumuten konnte. Interessante Frage. Die Goldene Straße ist heute nicht komplett bereisbar. Sie ist nicht mal komplett beschildert. Wir bemühen uns, um Bernau herum die Goldene Straße zu beschildern. Wir sind relativ weit gekommen, noch nicht bis Lauf, aber es gibt Wanderkarten, wo die drauf ist. Sie ist aber nicht mehr überall im Gelände zu sehen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat eine Befliegung mit einem Laser gemacht und hat eine tolle Karte erstellen können, wo diese Goldene Straße sehr, sehr gut zu sehen ist. Das ist aber noch nicht in Wanderkarten umgesetzt. Wir haben sie lediglich für die 20 Kilometer zwischen Bernau und Tachow sehr gut nachgewiesen und auch beschildert. Da kann man sie erwandern. Und ansonsten gibt es immer mal wieder Abschnitte Richtung Nürnberg, wo man einzelne Teile der Straße sieht. Auch Richtung Prag ist das so. Aber dazu gibt es kein wirklich komplettes zusammenhängendes Informationsmaterial, leider. Noch nicht. Ist ein Plan, den wir haben, aber ist noch nicht umgesetzt. Woher kommt der Name Treidelpfad? Den mitteldeutschen Ursprung des Wortes Treideln kenne ich jetzt auch nicht. Das Treideln selbst ist natürlich der Vorgang, wo man mit einem Zugtier ein Wasserfahrzeug zieht, mittels einer Leine. Das ist nicht immer die schnellste Fortbewegung. Wir kennen heute das Wort Trödeln nicht so rum. Das Trödeln kommt vom Treideln, weil das Treideln durchaus Zeit gebraucht hat. Oft waren es Ochsen, die gezogen haben. Das ging nicht rasend schnell. Und der Treidelpfad, das ist natürlich der Weg entlang des Wasserlaufs, den die Zugtiere oder auch die Menschen, die gezogen haben, gelaufen sind, um dieses Schiff fortzubewegen, zu ziehen quasi. Wie groß war der weibliche Anteil? Das ist eine schwierige Frage, aber eine interessante Frage. Da muss man den Grund für die Reise muss man da betrachten. Auf Pilgerfahrten zum Beispiel oder Wallfahrten haben wir fast einen gleich großen weiblichen Anteil wie einen männlichen. Bei Handelsreisen ist das nicht so. Das Handeln, gerade das Fernhandeln, war auf der Strecke tatsächlich wohl eine Männerarbeit. Was nicht heißt, dass in den Handelshäusern selbst Frauen sehr, sehr wichtige Aufgaben übernommen haben. Aber die Reise durchs Land selbst mit den Wägen, mit den schweren Lasten, da waren relativ wenig Frauen dabei. Was wieder das Direktvermarkten anging, also das Verbringen bäuerlicher Produkte auf den Markt, da kann man 50-50 sagen. Vielleicht sogar einen leichten weiblichen Überanteil, weil das Verkaufen leichter vonstatten ging als das Bebauen des Landes und darum Überschüsse oft von den Frauen auf den Höfen verbracht und verkauft wurden. Wenn Frauen reisten, reisten sie natürlich unter dem Schutz des Initiators der Reise, also bei einer Wallfahrt oder bei einem Pilgerzug suchte man sich entweder einen Geleitschutz, davon hatte ich auch schon kurz gesprochen, oder aber das aus dem sozialen Umfeld der Frauen wurde ein Schutz organisiert, dass die nicht allein unterwegs waren. Alleinreisen war aber auch für Männer keine Option im Mittelalter. Das war sehr, sehr selten. Das mit Alter, Geschlecht hatte ich schon erwähnt. Handwerk, was natürlich besonders herausfällt, ist Kunsthandwerk und Luxushandwerk. Die sind viel gereist, weil die natürlich
an ihrem Wohnort keine Zielgruppen hatten, keine Kundengruppen. Die waren also viel unterwegs. Es gab Personengruppen, denen verboten war zu reisen. Wer zum Beispiel in Leibeigenschaft lebte, der konnte nicht einfach hin, wo er wollte. Das ist dann im Spätmittelalter ein Effekt, dass sich auch Menschen in Fronen und Leibeigenschaft in Städte begaben, ohne es zu dürfen. In der Stadt dann versuchten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn sie es schafften, über Jahr und Tag in der Stadt zu bleiben, sich zu versorgen, ohne der Stadt zur Last zu fallen, dann gewannen sie so ihre Freiheit. Daher der Begriff Stadtluft macht frei. Aber eigentlich war das eine Personengruppe, die nicht reisen durfte. Dann haben wir natürlich diskriminierte Gruppen, die nicht reisen durften. Zum Beispiel gab es Zeiten, in denen Juden nicht reisen durften auf öffentlichen Straßen. Das ist immer je nach den verschiedenen Vorgaben, die es in einer Zeit gab. Die Antwort steht schon drin bei den Treideln. Während ich ziehe, was natürlich immer leicht schräg zum Ufer passiert, denn die Kraft geht vom Ufer aus, muss parallel dazu mit Stangen gestärkt werden, dafür gesorgt werden, dass Boot immer wieder vom Ufer abgestoßen werden, dass man nicht mit dem Ufer kollidiert. Das ist richtig, ja. Es scheinen da eine Menge tschechische Fragen zu sein, die ich nicht lesen kann. Karten gab es nicht. Die Karten, die wir aus dem Mittelalter kennen, die Landkarten, die sind so unglaublich ungenau, dass man mit denen, ja, da kann ich auch in der Speisekarte losgehen. Das ist dasselbe wie mit einer mittelalterlichen Wanderkarte. Die waren doch sehr, sehr, wie soll man sagen, rudimentär. Man sah auf diesen Karten wohl die Abfolge von Orten. Man wusste, wenn ich von Nürnberg losgehe, kommt dann Lauf, dann kommt irgendwann, keine Ahnung, was noch drin stand, Weiden, dann kommt irgendwann Bernau, dann kommt Tachow. Aber die Wegeführung zwischen den Orten, die war natürlich nicht genau, weil es in dem Sinne keine Kartografie gab, die jetzt über die wirklichen Wegeführung hätte Aussagen treffen können. Es gab wohl Wegweiser und es gab natürlich die Möglichkeit, wenn ich in Tagesetappen reise, mir vor Beginn meiner Tagesetappe erklären zu lassen, wie ich zur nächsten komme. Also es war sehr oft ein Etappenspringen und nicht eine Reise, wo man von vornherein schon wusste, wohin muss man über die ganze Strecke. Dann ist hier die Frage, ob du eventuell ich lese schon deutsche Fragen, sorry. Nein, darunter ist eine tschechische Literaturtipps, die ist deutsch, das habe ich jetzt deutsch vorgelesen. Und dann eine Frage im Tschechisch, ob sich die Reisenden auch Vorräte auf dem Weg geschaffen haben, also außerhalb der Wirtshäuser, wie es zum Beispiel Seeleute gemacht haben auf verlassenen Inseln. Also solche Biwakpunkte sozusagen, wo man was hinterlegt hatte, das man dann wieder aufgenommen hat bei der Reise. Also unbeaufsichtigte Proviantplätze, darüber wissen wir nichts, weil das kriegt man ja eigentlich nur, wenn man durch Zufall sowas mal ausgräbt, archäologisch. Reiseproviant wurde mitgenommen, man hat sich in den Unterkünften verproviantiert, also beim Wirt vor Ort eingekauft für die nächste Etappe. Man hat langhaltbare Lebensmittel mitgenommen, wie Dörrfleisch oder Brot. Solche Biwaklager anzulegen, das habe ich jetzt tatsächlich in der Literatur so noch nicht gefunden. Natürlich, wenn ich in einem komplexen System reise, wenn ich zum Beispiel ein Deutschordensritter bin, dann reite ich von Komturei zu Komturei und habe natürlich sozusagen meine Proviantpunkte, weil immer dort in meiner Landsmannschaft, in meiner Komturei oder in meinem Hospiz, wo ich ankomme, dort warten Vorräte auf mich. Karl IV. Hat sich diese Reisestationen angelegt, weil dort Vorräte für ihn gelagert wurden. Sowas gab es schon, aber ob man nun am Wegesrand solche Punkte eingerichtet hat, darüber ist mir nichts bekannt. Und ich habe hier die Frage nochmal nach den Achsen. Wir haben mit verschiedenen Hölzern geprobt. Wir haben ja mittlerweile mehrere Wegen,
im Geschichtspark. Wir haben Achsen aus Ulm, wir haben Achsen aus Hainbuche, aber der große Wagen, der jetzt schon 500 Kilometer auf der Achse hat, da ist die Achse tatsächlich meines Wissens aus Akazie gefertigt. Und das ist zwar ein bisschen exotisch, aber unglaublich gut für die Wagenachse. Und allerdings nicht unerreichbar im Mittelalter, diese Holzart. Also je nachdem. Ich müsste noch mal gucken, aus welchen Materialien unsere wirklich hundertprozentig gebauten Wegen sind. Wenn es Akazie sein darf, nehmen Akazie für die Achse. Das ist hervorragend geeignet. Als Reisender kam man in Städte auch hinein, ja, weil manchmal diese Unterkünfte auch in der Stadt waren. Oft war es so, dass man versuchen musste, die Stadt vor Dunkelheit zu erreichen, weil die mit einsetzender Dunkelheit die Stadttore geschlossen haben. Wer dann die Stadt nicht erreicht hatte, der musste irgendwo im Umfeld sich eine Unterkunft suchen. Aber an sich kam man hinein, obwohl natürlich viele Handelswege nicht von Stadt zu Stadt führten, sondern oft auch mal an Städten vorbei. Wie gesagt, direkter Weg, Sichtachse. Wichtig war, eine Tagesetappe zu schaffen. Eiche haben wir auch tatsächlich als Wagenachse benutzt. Das ist super, weil dort sehr wenig Verschleiß dran ist. Aber es ist natürlich ein schweres Material und man versucht ja, den Wagen nicht unnötig schwer zu machen, aber auch Eiche kann man da nehmen. Welche Arten von Flüssen? Diese Prahme, die wir haben, also die Flachbodenschiffe, die Handelsschiffe, die waren tatsächlich, die hatten, wie heißt das? Wassertiefen, Kieltiefen. Ich komme nicht auf das Wort, ich habe zu viel geredet heute schon. Also Tiefgang. Tiefgang, genau. Die hatten einen Tiefgang, der deutlich unter 80 Zentimeter lag und trotzdem konnten die bis zu 800 Kilo Material transportieren, muss man sich vorstellen. Also schon relativ kleine, flache Flüsse waren geeignet, um mit Schiffen befahren zu werden, auf jeden Fall mit diesen speziellen Flussschiffen. Und wenn es mal flacher wurde, dass man über den Grund schabte, dann führte natürlich der Flachboden dazu, dass das Schiff nicht ins Kippen kam. Wenn ich jetzt einen spitzen Kiel habe unter dem Schiff und ich komme in einen flachen Bereich, dass es aufsetzt, dann kippt das Schiff. Wenn ich einen flachen Boden habe, dann muss ich halt sehr viel Kraft aufwenden, das drüber wegziehen, aber ich komme trotzdem auch mal über eine flache Stelle. Aber der Tiefgang war extrem, extrem flach von diesen Booten. Literaturtipps, da habe ich mir jetzt gedacht, weil die Frage mehrfach kam. Wenn wir den Link auf unsere Homepage machen für diesen Vortrag, dann werde ich dazu noch einige Literaturtipps dazu schreiben. Das ist jetzt in einem gehaltenen Vortrag ein bisschen schlecht, die jetzt runterzubeten. Es kommt eine kleine Literaturliste zu unserem Link dazu. Das mit dem Passgang der Pferde, also auf den Bildern, auf den historischen Bildern ist es tatsächlich, ich will nicht sagen Zufall, aber es hängt mit den perspektivischen Gewohnheiten der Maler zusammen. Also man hat es, eigentlich wurden die Pferde immer gleich dargestellt. Darum, an dem Passgang sieht man alle Beine, das macht eine anmutige Haltung. Der Passgang selbst, den hat, glaube ich, jedes Pferd drauf. Und es ist natürlich auch, wenn ich Schritt gehe über lange Strecken, ist der Passgang meiner Meinung nach die natürliche Art, wie das Pferd gehen würde. Aber dass auf den Bildern es so dargestellt ist, das lenkt tatsächlich mit den Zeichengewohnheiten, mit den perspektivischen Gewohnheiten der mittelalterlichen Malerei zusammen. Die Spurrinnen auf den Straßen hatte ich erwähnt. Zum einen ist es der Abrieb, der große Verschleiß durch die teilweise ungelenkten Räder.
Und in schwierigen Passagen, da wo zum Beispiel neben der Straße Stellberg abgeht, können diese Rinnen auch von Hand eingeschlagen sein, um dem Wagen Führung zu geben, gerade wenn das Wetter nicht optimal ist, dass er sozusagen in einer Schiene an den gefährlichen Stellen vorbeikommt. Auf dem einen Bild hat man gesehen, dass das auch an einer steilen Stelle war, um zu verhindern, dass der Wagen ausbrechen kann, davon abkommt. Andererseits ist natürlich auch, wenn ich eine steile Stelle aufwärts fahre, der Abrieb durch die Reifen ganz besonders groß. Also da geben sich natürliche Verschleiß. Und das sind nicht Zehntausende von Jahren. Das ist falsch. Das geht relativ schnell. Es kommt natürlich auf die, wir haben es nicht überall. Es kommt auf die Steine an. Wenn ich durch Sandstein fahre, geht es relativ schnell. Wenn ich es im Granit finde, zum Beispiel in der Oberpfalz, da muss ich schon sehr genau gucken, ob es nicht vielleicht künstlich herbeigeführt ist, weil da würde es wirklich lange dauern. Aber in den meisten Stellen, wo wir es nachweisen können, der Fränkischen Schweiz oder auch im Fichtelgebirge, da ist das in der Regel eine Erosionsschicht, die nur manchmal nachgearbeitet wurde, um dem Wagen Führung zu geben. Genau, man reiste in Etappen, das ist ganz richtig. Sie schreiben hier von Knoten zu Knoten, so könnte man es auch nennen. Man reiste immer in festen Etappen und konnte sich von einer zur nächsten dann orientieren. So. Die Fähigkeit zu schwimmen. Das ist natürlich etwas, wie verbreitet das war. Interessante Frage, ganz ehrlich. Aber wir haben mittelalterliche Abbildung von schwimmenden Menschen. Aber wir haben natürlich überhaupt keine Unterlagen über Schwimmunterricht oder Ähnliches. Man möchte ja meinen, wer auf dem Wasser zu tun hat, der sei gut beraten, Schwimmen zu lernen. Aber wir wissen von zahlreichen Matrosen der frühen Neuzeit, die nicht schwimmen konnten. Man hatte ja ein Schiff, braucht ja nicht. Und im Meer ist natürlich was anderes, da ist sowieso mit Schwimmen nicht viel gewonnen. Eine einfache Form von Überwasserbleiben, Hundepaddeln und sowas, stelle ich mir mal bei Flussschiffern als die Regel vor. Zu Schwimmunterricht und der Fähigkeit zu schwimmen im Mittelalter kann man nicht sagen, weil es darüber keine Unterlagen gibt. Es gibt Abbildungen von schwimmenden Menschen, das kann man sicherlich sagen. Es gibt aber auch zahlreiche Berichte über Ertrunkene. Daraus kann man das eine oder das andere lesen. Wachtürme hängt zusammen mit der Landesorganisation. Ich habe hier nur einen sehr weiten Rundumschlag gemacht. Wachtürme haben wir da, wo größere Bereiche oder Vorfeld von Städten überwacht werden muss oder kontrolliert werden muss. Es ist in der Kernzone von Regierungssitzen oder von Machtsitzen. Da haben wir solche Wachtürme. Wir haben sie an Grenzen, wobei Grenzen ja relativ schwammig sind im Mittelalter durchaus. Da sind sie nicht so häufig. Also sie sind nicht sehr häufig. Reine Wachtürme haben wir eigentlich bei den Römern und haben wir dann wieder in der frühen Neuzeit. Im Mittelalter sind es eher Kleinburganlagen, die an strategisch wichtige Stellen gesetzt werden, wo dann eine feste Besatzung da ist, was aber mehr ist als ein Wachturm, weil noch Nebengebäude auch dabei sind. Wie gesagt, Wachtürme bei den Römern und dann wieder in der frühen Neuzeit. Das ist tatsächlich, das gibt es beides zur Wagenkonstruktion, zur Konstruktion der Räder und der Achsen. Wir haben einmal die fest mit den Rädern verbundene Achse, wo sich die komplette Achse dreht und das komplette Rad. Und wir haben solche Achszapfen, wo das Rad aufgeschoben wird und sich das Rad in einer Führung dreht.
Das gibt es beides im Mittelalter. Die ältere Version ist die fest mit der Achse verbundene, der fest mit der Achse verbundene Reifen, wo sich Achse und Rad dreht. Das ist die ältere Variante, gerade auch bei den ungelenkten Fahrzeugen. Und später kommt dann die Version mit den aufgeschobenen Rädern. Das gibt es dann beides parallel. Dann sehe ich hier eine Frage in Tschechisch, ob im Mittelalter auch die Wagen durchsucht wurden im Rahmen von Grenz- oder Zollkontrollen. Es war meistens so, dass man nicht unterwegs auf so eine Grenze traf, sondern an der Grenze lag dann der nächste Etappenpunkt. Also man ist sozusagen zum nächsten Etappenpunkt gereist. Dort war ein Zollbeamter, der hat die nötigen Unterlagen ausgestellt für die Weiterreise. Der hat auch kontrolliert, was in den Wegen war, je nachdem, wie gut die Unterlagen waren, die man dabei hatte, wie professionell. Da ging es aber natürlich in erster Linie um Luxusgüter, die hoch besteuert waren, also um Profihändler. Da ging es nicht so sehr um Hausierer oder irgendwelche Bauern, die mit Lebensmitteln auf dem Weg zum Markt waren. Dafür wurde der Zoll dann oder die Steuer auf dem Markt erhoben, aber nicht auf der Reise. Aber solche großen Handelszüge und Karawanen, die hatten an den Unterkünften, die sie erreicht haben, sozusagen auch Zollstationen, wo dann die Papiere aktualisiert wurden, wo Geld getauscht wurde, wo Wegezoll oder Steuer entrichtet wurde. Und da wurden auch schon mal Wegen durchsucht, da wurde kontrolliert, ob die Ware wirklich die ist, die angegeben war. Dann eine Frage sehe ich hier, Karl der Vierte, wenn er reiste, als ob nun römischer Kaiser oder König, wie hoch war die Anzahl seiner Begleitgruppe? Kommt auf den Grund an. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir wissen, Nürnberg-Prag, 300 Kilometer. Wenn man sagt, mit gutem Willen, 25 Kilometer, 20 Kilometer am Tag, 30 Kilometer am Tag, 30 Kilometer ist leicht zu rechnen, wären 10 Tage. Ich kann aber nicht 10 Tage lang Volldampf gehen. Also muss man eher 12 bis 14 Tage sagen. Wir wissen, Karl der Vierte hat es geschafft, in 4 Tagen. Das heißt natürlich, das war eine reine Reitergruppe, das werden nicht viele Leute gewesen sein, weil ich auch nicht so viele Ersatzpferde auftreiben kann in meinen Reisestationen. Also sagen wir mal, bei so einem Parforce-Ritt, da ist das ein Minimalhofstart von 10, 15 Leuten. Ansonsten, wenn der Kaiser durchs Reich ritt, geht man davon aus, dass man zwischen 30 und 80 bis 100 Leuten kann diese Größe schwanken. Ist natürlich auch die Frage, was bezwecke ich mit der Reise? Wie viel Repräsentation will ich davon haben? Wer muss alles mit? Nehme ich noch Fürsten mit? Nehme ich Kirchenleute mit? Oder nur den nötigsten Kreis? Also zwischen 30 und 100 Leuten waren da unterwegs. Und es ging aber auch mal in kleinen Gruppen, wenn es wirklich pressiert hat. Ich lese hier, lagen die Etappenpunkte immer gleich weit auseinander? Nein, es war nicht die Entfernung, sondern die Reisedauer, die diese Abstände bestimmt hat. Wenn ich also in schwierigem Gelände war, zum Beispiel bei uns, von Bernau über den Böhmerrücken nach Tachow, das sind, je nachdem, wie gut ich die gerade Linie finde, zwischen 16 und 19 Kilometer, das war schon ein Tagespunkt, weil das war nicht leicht. Wenn ich aber durch die Ebene rausche, dann können diese Rasthäuser auch mal 30, 40 Kilometer auseinander gewesen sein, weil das war zu schaffen auf der flachen Fläche. Also die Reisezeit bestimmte den Abstand, nicht unbedingt die Entfernung. Auch da, die Antwort steht in der Frage, warum die römischen Straßen nicht nachgeahmt oder weiter benutzt wurden. Die Bauweise war zu teuer. Das zersplitterte mittelalterliche Staatswesen hatte nicht die zentrale Macht, um solche Großprojekte umzusetzen. Weder das Material noch die Sklaven für die Arbeit.
noch die Planung und Vermessung so einer langen Strecke, wenn ich immer nur von Herrschaftsgrenze zu Herrschaftsgrenze planen kann, dann kann ich keine Römerstraßen bauen. Das brachte einfach, das gab die mittelalterliche Feudalstruktur nicht mehr her, sowas nachzuahmen. Es wurde genutzt, aber es wurde auch nicht wirklich verstanden. Und darum konnte es auch nicht unbegrenzt in Schuss gehalten werden. Schotterung, wie gesagt, so etwas Ähnliches haben wir auf der Goldenen Straße in einem Feuchtbereich gefunden. Aber da hat das Mittelalter ganz einfache Planierungen eigentlich bevorzugt und keine komplexen Situationen. Was wir allerdings sehen, dass feuchte Bereiche durchaus durch Bohlen und Reisighaufen und Bündel von Zweigen erst trockengelegt und dann überfüllt worden mit Sandschüttungen oder Schotterschütterungen. Sowas hat man schon gemacht. Aber wie gesagt, das ist der Nahbereich, das sind nicht die Fernhandelsstrecken. Man hat sich mit einem Handelszug oft an den Burgen vorbeigedrückt, lese ich hier die Frage, weil natürlich die Gefahr da war, dass auf der Burg jemand sitzt, der von dieser Handelsstraße seinen Verdienst abzweigen wollte. Wenn es reichseigene Burgen waren oder bischöfliche, dann war die Gefahr gering. Aber Feudalburgen, Privatburgen, die hat man zwar manchmal gerne so angelegt, dass man Sichtachsen zu solchen Straßen hatte, um sie abgreifen zu können. Aber wenn man die Straße selbst plante, dann hat man eher diese Burgen vermieden und ist in sicheren Bereich gereist. Zum Beispiel auf der Goldenen Straße, die kaiserliche Privilegien hatte, die über kaiserliches Land lief und wo man auch ein Stück weit unter kaiserlichem Schutz stand. Ach so, ich antworte hier auf Fragen, die man nicht hören kann. Nein, die kann man auch nicht hören, weil ich lese diese Fragen im Chat. Also wenn man in die Chat-Funktion geht, dann kann man vielleicht diese Fragen sehen. Aber jetzt, wo ich das weiß, werde ich kurz vorher immer noch mal die Frage rekapitulieren. Aber ich habe schon gehört von meinem Admin, wir müssen jetzt langsam auch mal zum Ende kommen. Es ist 8. Mir macht es noch Spaß, aber schau, ich habe auch ein bisschen Entzug, muss ich sagen, weil ich so lange nicht mehr Kontakt hatte mit wissbegierigen Menschen. Der Flossenbürger Granit, wie ist die Frage weg, ob der Flossenbürger Granit an Stationen auf der Strecke von Nürnberg nach Prag belegt ist. Man hat sich bemüht, mit dem Material zu bauen, was in unmittelbarer Nähe möglich war. Man hätte also nicht den Flossenbürger Granit ewig weit gefahren, weil der war nicht so besonders, dass man nicht auch woanders einen Granit hätte nehmen können, wo er vorkam. Wenn es kein Granit gab, dann wurde Granit natürlich gerne benutzt, um besonders belastete Stellen, Gewände, Schwellen und sowas aus Granit zu machen. Da war der ortsfremde Stein ein Statussymbol. Aber in der Regel hat man solche Materialien im Bereich von 20, 30 Kilometern um seine Abbaustelle benutzt und darüber hinaus nicht. Da hat man das genommen, was dann vor Ort vorhanden war. Die Frage, ob das Meeting nochmal wiederholt wird. Der Vortrag ist aufgezeichnet und wird in absehbarer Zeit bei uns abrufbar sein, als, wie nennt man das, Podcast. Also da kann man sich das nochmal anhören. Und weil es so gut gelaufen ist, habe ich eigentlich vor, dass wir regelmäßig solche Vorträge machen. Da werdet ihr dann an den Stellen, wo ihr den jetzt gehört habt oder wo ihr den beworben gesehen habt, auch wieder hören, wann wir den nächsten Vortrag machen. Die Stellung von Geleitzügen, ob das eine Vorschrift war? Nein, man musste nicht mit Geleitzug reisen. Man tat gut daran. Man hat auch gerne gewartet, bis andere Reisende in die gleiche Richtung reisten, hat sich zu größeren Gruppen zusammengeschlossen. Und dann war auch eher das Geld da, um so einen Geleitschutz zu engagieren.
Und es war für Gemeinden ein Rieseneinkommen. Die haben sich komplett auf die Stellung von Geleitschützen verlagert, haben das sich dann auch privilegieren lassen, also das Recht, einen Geleitschutz zu stellen, und haben dann sozusagen Wegstrecken zugewiesen bekommen, auf denen sie schützen durften, wenn es ihnen entlohnt wurde. Das war selten so, dass man den Geleitschutz umsonst bekommen hat. Hier noch eine tschechische Frage, hat sich wahrscheinlich schon aber wiederholt. Wie oft wurden diese Handelskarawanen überfallen auf einem frequentierten Handelsweg? Haben wir keine Unterlagen drüber. Wir wissen, dass sie gelegentlich überfallen wurden. Wir wissen, dass es natürlich Zeiten gab in der Geschichte, kurz nach Kriegen, zum Beispiel nach großen Kriegen, wenn die Gesellschaft aus dem Lot war, wenn die Gesellschaft zerrüttet war und sich viele Leute unehrenhaft ernähren mussten, dass dann Überfälle zunahmen. Wir wissen, dass es gefährdete Bereiche gab, wo es besonders viel zu Unfällen kam, zu Überfällen kam. Aber die Frequenz dieser Überfälle, darüber gibt es keine mir bekannten Abhandlungen, wo man das ablesen könnte. Dann eine Frage, wie reiste zum Beispiel der Papst Jan der 22., der 90 Jahre alt wurde, wenn er also noch reiste, reisten allgemein auch Personen seines Alters, hatten sie da spezielle Transportmittel? Also der Papst reiste, wenn er reiste, besonders gerne auf einem weißen Maultier. Das war natürlich auch die Nachfolge Christi. Christi ist auf einem Esel, das war dem Papst dann doch zu popelig. Also hat er sich für ein Maultier entschieden, was der Pferdegröße hat. Aber ein 90-jähriger Papst ist wahrscheinlich nicht mehr auf weiten Strecken gereist. Im Kurzstreckenbereich, im Mittelstreckenbereich war eine Pferdesänfte möglich, das hatte ich schon gesagt. Ein Wagen war im Mittelalter eine sehr unbequeme Sache. Wir haben Aussagen darüber, dass kranke Menschen auf sehr vielen Wolldecken und Fellen im Wagen gelagert wurden, um so die schlimmsten Stöße abzufangen. Das war eigentlich, man ist dann aus Not gereist und nicht mehr mit politischen Ambitionen. Und wer dann gereist ist, der wurde dann, wenn er nicht mehr reiten konnte, solange er konnte, ist er geritten, wenn er nicht mehr reiten konnte, in solchen gepolsterten Wegen. Und ab dem 16. Jahrhundert gab es dann auch wieder gefederte Wegen, wie man sie schon in römischer Zeit kannte. Da war das Reisen dann ein bisschen angenehmer. Dann, ich lese keine neuen Fragen, ich höre auch nichts mehr. Ich würde sagen, wenn Fragen da sind, kann man die auch bei Facebook durchaus nochmal stellen. Da gucken wir regelmäßig nach. Das ist eine interessante Frage, die gerade noch neu kam. Gab es Trennungen bei Volksgruppen in Reisegesellschaften, zum Beispiel reine jüdische Reisegruppen? Ja, gab es. Es gab die gemischte Gruppe natürlich. Man hatte eine Ambition, irgendwo hinzukommen, hat sich einer größeren Karawane angeschlossen. Dann war es natürlich menschlich, dass in dieser Karawane gleiche Interessen sich zueinander gefunden haben. Dann reisten Landsleute miteinander, dann reisten Glaubensrichtungen miteinander. Es gab aber natürlich auch, dass man von vornherein seine eigene Reisegruppe zusammenstellte und dann reisten nur Geistliche, dann reisten nur jüdische Händler, die sich dann auch sicherer fühlten. Also das gab es schon, ja. Ob es etwas Vergleichbares wie den Ötzi gibt für eine mittelalterliche Ausrüstung, das gibt es nicht. Wir haben im Mittelalter leider nicht diese unglaubliche komplexe, erhaltene organische Ausrüstung wie für den Ötzi. Wir haben Einzelstücke, die gut sind. Wir haben gute Gürtel, wir haben gute Schuhe. Da muss man natürlich gucken, wo erhält sich sowas.
Ich hoffe so ein bisschen jetzt auf die Neufunde aus, ist das glaube ich Island, wo ein Gletscher gerade abtaut und eine Reiseroute aus dem Mittelalter, aus der Wikingerzeit freigibt, wo jetzt schon über 3000 Fundstücke sind. Vielleicht ist da mal eine echte Sensation dabei. Ansonsten, wie gesagt, es gibt diese komplett erhaltene Pilgerausrüstung aus dem frühen 16. Jahrhundert, die perfekt ist mit Mantel und Hut und Stock und Umhängetasche und allem, was dazugehört. Den Hinweis gebe ich dann in der Literaturliste. Aber eine so komplette Ausstattung, wo man weiß, alles gehört zusammen, ist eine Zeit und aus einem Guss, haben wir im Mittelalter leider nicht. Gut, wie sieht es aus? Ich frage den Admin. Ich glaube, der Alexander ist auch durch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen für die Übersetzung. Dankeschön. Dann würde ich sagen, Fragen, die noch aufkommen, im Nachhinein gerne auf Facebook stellen. Schauen wir uns alles an. Ansonsten besucht uns, wenn wir wieder dürfen. Dann kann man mich auch direkt